Hallo, herzlich willkommen und grüß Gott auf meinem Traumaweltkanal. Ihr wisst, ich bin Jason Wittmann und ich liebe es, mich mit Menschen zu unterhalten, besonders aus dem Hintergrund, dass auch sie mit dem Glauben der Jehovas-Zeugen eine lange Zeit verbunden waren und mit ihnen gemeinsam mal herauszuarbeiten, wie sie ihre Zeit und ihre Vergangenheit mit dieser Organisation heute sehen. Deswegen ist auf der anderen Seite des Bildschirms, reisen wir heute mal nach Wien. Dort ist der Mario mir zugeschaltet. Und der Mario war seit den ersten 20 Lebensjahren nicht bei den Jehovas-Zeugen, dann 20 Jahre bei den Jehovas-Zeugen und hat sich dann wieder entschieden, diesen Glauben für sich abzulegen. Die Gründe dafür, das berichtet er uns jetzt in dem wunderschönen Gespräch, das wir gleich führen. Hoffe ich doch zumindest, Mario, dass du das machst. Und er wird uns auch sagen, warum und wie seine Persönlichkeit unter diesem Glauben und diesen Doktrinen gelitten hat, verschüttet war jahrzehntelang und warum er sich heute sehr viel glücklicher und freier fühlt, als er es die ganzen Jahre innerhalb dieser Organisationsstrukturen war. Auch ist sehr interessant in diesem Gespräch, welche Lösung man finden kann als Eltern, wenn eine Familie innerhalb einer Organisation, einer Sekte der Jehovas-Zeugen aufgebaut wurde, aber ein Partner die Weltanschauung wechselt und Kinder involviert sind, dass es hier auch vernünftige und erwachsene Möglichkeiten und Lösungen gibt, um das Wohl der Kinder weiter zu schützen. Auch das wird Mario uns jetzt erzählen. Aber genug des Vorgeplänkels. Ich sage vielen Dank, dass du hier bist, Mario. Willkommen nach Wien. Hallo. Hallo, Jason. Okay. Guten Morgen. Guten Morgen, ja. Hier mal in das schöne Österreich rein filmen wir mal. Heute, du, Mario, sag doch mal, wie bist du zu den Zeugen Jehovas gekommen? Wir fangen mal wieder ganz unten an oder am Anfang. Ja, das geht schon eine ganze Weile eigentlich zurück. Also ich bin nicht als Zeuge Jehovas aufgewachsen. Also ich bin ganz normal aufgewachsen, ganz normal zur Schule gegangen, ganz normale Freunde gehabt, meine ganz normalen Erfahrungen im Leben gemacht, bis ich mehr oder weniger 20 war. Was in meinem Leben immer ständig präsent war, war meine Großmutter. Meine Großmutter war Zeugin Jehovas bis zu ihrem Tod vor 3 Jahren, 4 Jahren, 2018, glaube ich, war das. Also so eine richtige Hardcore-Zeugin Jehovas. Und meine Tante und mein Onkel, also die Schwester meines Vaters und ihr Mann, sind auch bei den Zeugen Jehovas. Das sind die einzigen in der ganzen Familie, die Zeugen Jehovas sind. Und ja, ich bin halt in meiner Jugend öfters zu meiner Oma in den Ferien gefahren, weil ich in Burgenland am Land gewohnt. Da war mein Cousin auch dort, der als Zeuge Jehovas mehr oder weniger erzogen worden ist von meiner Oma. Der ist bei meiner Oma aufgewachsen. Ist heute auch nicht mehr bei den Zeugen Jehovas, aber er ist dort aufgewachsen. Und somit war ich halt in dieser ganzen Zeit, in dieser ganzen Jugend mit Menschen konfrontiert, die Zeugen Jehovas waren, weil ich in meinen Urlauben bei meiner Oma immer ständig in die Versammlungen mitgehen musste. Meine Oma mir auch immer mehr oder weniger, ja, unter Anführungszeichen gepredigt hat, ja. Also sie war Hebamme, sie hat 600 Kinder zur Welt gebracht und sie war halt so eine richtige eingesessene Dame, die halt auch, ja, die halt einfach in den Zeugen Jehovas aufgegangen ist und was für sie alles bedeutet hat, ja. Diese ganze Zukunftshoffnung, dieses ganze Paradies und das Ganze. Und meine Oma, ich kann mich heute noch erinnern, jedes Mal, wenn ich bei meiner Oma auf Urlaub war, das Erste, was war, ist, oder wenn ich auf Besuch gekommen bin, das Erste, was war, studierst du schon die Bibel? Weil Hammergedon kommt bald. Ja? Also das war bei ihr Standard. Ja? Und ich bin halt mit diesem ganzen Thema irgendwie aufgewachsen und groß geworden. Ich habe dann auch, dadurch, dass ich dann in die Versammlungen mitgegangen bin, habe ich dort natürlich auch dann Leute kennengelernt. Ich habe dann auch durch meinen Cousin, der dann nach Wien gezogen ist, da habe ich dann auch andere Leute wieder kennengelernt, die auch wieder Zeugen Jehovas waren. Ich bin zwar nicht ständig mit ihnen fortgegangen, aber man hat sich halt doch hin und wieder immer getroffen und so hat sich halt auch ein gewisser Freundeskreis mehr oder weniger da gebildet. Aber das hat halt alles dann eine große Wende genommen, wie ich damals meine Frau kennengelernt habe. Ja. Also ich sage mal so, ich habe sie schon mit 15 kennengelernt aufgrund dieser gemeinsamen Freundschaften mit den Zeugen Jehovas. Aber es ist dann eigentlich erst im Jahr 2017 ungefähr erst dazu gekommen, dass es dann bei den Zeugen Jehovas für mich ein bisschen ernster geworden ist, aufgrund dieser Beziehung halt, ja. 2017 erst? Ah, Entschuldigung, nicht 2017, nein, 1997. Entschuldigung, 1997. Da hätten jetzt innerlich 20 Jahre so ein bisschen gefehlt. Ja, das ist gut. Also du warst schon immer von den Zeugen tangiert im Grunde genommen in deine Kindheit und Jugend. Die waren dir nicht fremd gewesen. Auch die Lehren und deren Verhalten war etwas für dich,
ja, normales in Anführungsstrichen gewesen. Man kannte diese Religionsgemeinschaft. Ja. Und natürlich die Liebe hat dich veranlasst, dann noch etwas genauer hinzuschauen, was da Ja, doch dahinter steckt, oder wie verstehe ich es war in das? meiner Jugend, wie soll ich sagen, ich habe mich in meiner Jugend mit relativ vielen Dingen befasst. Ja. Ich war einige Zeit, war ich in der katholischen Kirche Ministrant, ich war bei den Pfadfindern, ich habe mich dann wieder mit sehr viel wie soll ich sagen, so spirituellen Dingen beschäftigt, so Geister beschwören und sowas. Ich habe da wirklich alles Mögliche irgendwie ausprobiert. Das heißt, ich war im Prinzip immer so eine Art Suchender. Ja. Und ich habe halt in meiner Jugend auch sehr viele Erfahrungen mit verschiedenen Frauen auch gemacht und war halt da sehr oft auch, wie soll ich sagen, auf eine gewisse Art und Weise enttäuscht, weil halt sehr viele Beziehungen in die Brüche gegangen sind. Und bei mir war halt immer so, mein Onkel und meine Tante waren halt für mich immer so das Vorzeige-Ehepaar. Ja? Sie haben halt als Zeugen Jehovas gelebt und das war irgendwie für mich so eine Motivation. Ich habe immer das Gefühl gehabt, die sind glücklich, die sind zufrieden, es passt alles, die haben eine stabile Beziehung. Und das war halt für mich irgendwie so der Punkt, wo ich gesagt habe, vielleicht ist das das Geheimnis, ich weiß es nicht. Ja? Und es kam halt dann dazu, dass ich halt meine Frau kennengelernt habe. Natürlich verliebt man sich, natürlich ist man dann interessiert, mit diesen Menschen zusammen zu sein. Aber man weiß halt auch, man kann mit diesen Menschen eine Beziehung führen, wenn man selbst sich mehr oder weniger auf diesem Pfad begibt. Und dadurch, dass ich zu diesem Zeitpunkt eh so eine Art ein Suchender war und das für mich irgendwie so immer so die Offenbarung und was sagt uns die Bibel wirklich und solche Sachen, das war halt für mich immer so ein Punkt, der mich halt schon irgendwie interessiert hat. Und aus dem Grund habe ich mich dann dazu entschlossen, mit meinem Onkel damals die Bibel zu studieren. Ja. Und mein Onkel hat halt relativ viel Bibelwissen, weil er sich wirklich sehr intensiv mit dem auseinandergesetzt hat. Leider Gottes nur mit dem Wissen, was einem die Zeugen Jehovas vermitteln. Natürlich muss man natürlich immer wieder dazu sagen. Aber dadurch, dass es halt mein Onkel war, dadurch, dass es halt ein nahe Verhältnis war und dann natürlich eine große Vertrauensbasis da war, habe ich mich natürlich dann zu diesem Studium entschlossen, ja, und habe halt dann die Bibel studiert mit ihm und er hat mir dann halt relativ viel erklärt, die ganzen Prophezeiungen der Bibel und die ganzen Offenbarungsgeschichten und so. Und das hat halt für mich dann alles irgendwie wow, einen Sinn gemacht. Ja. Es hat mir noch nie jemand diese Dinge so erklärt. Und dadurch, dass es dann auch noch von meinem Onkel gekommen ist, wo dieses Vertrauensgefühl da ist, habe ich mich halt dann auch darauf eingelassen. Ja? Und das hat halt dann für mich alles irgendwie so einen Sinn ergeben. Dann gleichzeitig natürlich auch die Beziehung, die halt noch da war. Und ich habe mich halt dann dazu entschlossen, ein Jahr später dann, das war dann circa ein paar Monate vor meiner Hochzeit, würde ich sagen, habe ich mich dann taufen lassen. Ja? Das ist ja auch Das hat natürlich beeindruckend. in dieser Zeit auch sehr, sehr so teilweise so schräge Situationen gegeben. Ne? Du kannst natürlich, wie du es wahrscheinlich eh schon öfters am Kanal auch gehört hast, du kannst halt mit dem Menschen, den du gern hast, fast nichts unternehmen. Ja? Du kannst nirgendwo alleine hingehen. Ja? Ich kann mich noch an Situationen am Kongress erinnern. Da war ich am Kongress, da sind wir dann draußen spazieren gegangen und da hat uns dann unter Anführungszeichen einer von den Ältesten verfolgt und hat dann auch sie nachher zum Gespräch gebeten und ja, ob sie sich da sicher ist, dass sie das tun will und dergleichen. Ja? Aber es ist halt, wie soll ich sagen, sobald du dann anfängst, irgendwie in die Versammlung zu gehen und sobald du Interesse zeigst und sobald du dann irgendwie so das Gefühl hast oder das Gefühl weitergibst, dass du interessiert bist und auf dem Weg bist, ein Zeuge Jehovas zu werden, Entschuldigung, dann ändert sich dieses ganze Verhältnis dann wieder. Weil dann tritt halt dieses Lovebombing ein und dann bist du von allen umarmt und dann bist du von allen begrüßt. Ich war auch in einer spanischen Versammlung, das ist eine sehr, sehr herzliche Truppe gewesen, weil halt alles Latinos, das ist halt vom Naturell etwas ganz was anderes. Und es war halt, ja, du bist halt wirklich da, was das Lovebombing betrifft, total vereinnahmt worden, ja. Und wenn du dann einmal einen Kommentar gegeben hast, dann warst du gleich auch noch auf Spanisch. Ich habe da damals noch kein Spanisch können. Ich habe dann teilweise mir die Sachen so rausgesucht aus dem Wachtum, habe das dann irgendwie versucht, auf Spanisch zu sagen. Da war natürlich dann überhaupt gleich die Hölle los, ja. Er spricht Spanisch, er kann Spanisch. Und ja, das war halt einfach damals also diese Situation. Und da hat sich halt diese ganze Dynamik dann auch verändert, ja. Also da wurdest du natürlich als Mensch ernster genommen, ja, da du bist jetzt auf dem Weg, ein Zeuge Jehovas zu werden und du heiratest ja ziemlich sicher eine Zeugin und so und da hat sich das hat alles dann auch verändert ein bisschen, ja. Wie hast du das denn wahrgenommen, empfunden, eure Kennenlernphase? Weil du sagtest, du hattest vorher schon Beziehungen Ja. in der Welt sozusagen und auf einmal triffst du deine Traumfrau von damals und stellst fest, okay, du kannst gar nicht mit ihr so umgehen, wie du es sonst gewohnt warst. An der Stelle, war das positiv, war das angenehm oder war das störend, weil du sagtest, der Älteste, die haben dich verfolgt, weil das ist ja, das kommt ja immer wieder, dieser Lascher-Parent, dieser Anstandsbauer, den du ständig mithaben willst, das ist ja was Neues und ich kann mir vorstellen, dass das einerseits sehr störend ist, andererseits das Ganze vielleicht auch ein bisschen aufregend macht, spannend, was Besonderes. Ich weiß es nicht, ich frage einfach ganz naiv.
Also von mir, von meiner Seite aus, wenn ich mich jetzt da zurückerinnere an diese ganze Situation, ja, ich muss sagen, ich habe zum Großteil diese Kontrolle und diese ganze Einschränkung schon als unangenehm empfunden, weil ich grundsätzlich ein sehr freiheitsliebender Mensch bin. Ob es jetzt vorteilhaft war oder nicht, könnte ich jetzt nicht sagen. Es gibt natürlich, sage ich mal, auf eine gewisse Art und Weise einem ein bisschen mehr Zeit, vielleicht jemanden kennenzulernen, bevor jetzt Intimität passiert oder bevor jetzt in diese Richtung etwas passiert, ja. Aber im Großen und Ganzen, wenn ich jetzt darüber nachdenke, würde ich es nicht als positiv bezeichnen, weil du einfach deiner Freiheit beraubt wirst. Du wirst deiner Freiheit beraubt, mit einem Menschen einfach etwas zu unternehmen, etwas zu tun. Und du sagst, du fährst jetzt für 2 Tage in die Berge oder sowas ähnliches oder keine Ahnung, oder gehst spazieren, gehst wandern und fährst irgendwo am Strand hin für 2 Tage für ein Wochenende, kannst du halt alles nicht machen, ja. Das kannst du immer nur machen, wenn irgendein Anstandsbauer dabei ist oder wenn du mit irgendwelchen Brüdern gemeinsam fährst. Ich muss dazu sagen, wir haben schon einen Freundeskreis gehabt. Ja, da können wir dann später noch drauf eingehen. Aber die Jugendlichen, mit denen ich halt oft unterwegs war, waren halt vielleicht oft liberaler, als man das gewohnt ist. Ja. Ja, also es sind halt bei uns auch Dinge, die mir vorgekommen, wo ich sage, also wenn das wirklich ernsthafte Zeugen Jehovas gewesen wären, das hätte nie passieren dürfen. Aber da hat es viele Situationen in meiner Jugend gegeben mit diesen Menschen, auch noch nachher, dann nach meiner Hochzeit mit meinem Freundeskreis, hat es viele Situationen gegeben, wo ich sage, also schimpfen sich alle Zeugen Jehovas, aber in Wirklichkeit, sobald man sie alleine lässt, dann kommt was ganz anderes zum Vorschein. Aber das ist die Realität, glaube ich. Also kam im Grunde genommen zu der natürlichen Spannung zwischen Männlein und Weiblein noch hinzu die eigentliche Anspannung, dass man ständig unter Beobachtung ist oder ständig irgendwelchen Regeln unterworfen ist, die unangenehm und unnatürlich ist. Okay, du hast dann dich taufen lassen und ein paar Monate später auch geheiratet, also um auch da, dass alles seine Ordnung hat. Weil bei Jehovas Zeugen ist es ja so, dass sie nur im Herrn heiraten sollen. Also das heißt auch nur jemanden, der wirklich getauft ist. Ansonsten wird man auch von einem Komitee ein bisschen abgewatscht, mal salopp gesagt, dafür. Okay, ihr habt geheiratet. Wie hat sich das denn entwickelt? Ja, also die Beziehung hat sich halt dann in Anführungszeichen, wie soll ich sagen, normal entwickelt, ja. Wir waren insgesamt 20 Jahre zusammen. Ja. Also die Trennung kam eigentlich dann 2020 so richtig. 2019 hat das alles dann schon im groben Sinne begonnen. Und die Beziehung grundsätzlich hat sich normal entwickelt. Wir waren sehr, sehr lange alleine, weil für mich so die Entscheidung, Kinder zu haben, war für mich immer so, weiß ich nicht, ich war nie sicher, will ich das nicht. Es kam aber dann dazu, dass bei mir war es dann so, das erste Mal, das war glaube ich so im Jahr 2007 oder sowas ähnliches, wurde dann bei mir das erste Mal, hat sich dann in meinem Leben im Groben was verändert, weil da habe ich mich dann damals in eine andere Frau verliebt. Das war so ein Verliebtsein und einfach, ja, das war halt so, wie man sagt, das verflixte 7. Jahr vielleicht, nennen wir das jetzt mal so, ja, wo halt einfach dann plötzlich Interesse war an einer anderen Frau. Natürlich als braver Zeuge Jehovas meldet man das natürlich dann sofort. Ich habe es nicht gleich gemeldet. Es ist auch im Prinzip zwischen uns beiden nichts passiert. Also es war einfach nur ein Gefühl da. Und wir sind uns einmal ziemlich nahe gekommen, aber sonst ist halt in dieser Frau nichts passiert. Aber ich habe das dann einem Freund von mir erzählt und das war halt dann so, ja, Stasi auf freiwilliger Basis. Da wurde ich dann dazu gezwungen, entweder mit den Ältesten zu reden oder es wird gemeldet. Was dann auch Thema wurde. Ich habe das dann auch gemeldet. Ich war damals zu dem Zeitpunkt dann auch Dienstamtgehilfe. Ich habe dann mein Dienstamt verloren gehabt. Mir ist es dann auch einige Zeit ziemlich schlecht gegangen diesbezüglich, weil es waren dann nicht nur Schuldgefühle gegenüber Versammlung und Jehova, sondern es waren auch Schuldgefühle gegenüber meiner Beziehung und das alles. Das hat mich eigentlich damals ziemlich aus der Bahn geworfen. Aber ich würde sagen, das war so, wie soll ich sagen, so die Zündung, ja, die halt irgendwie dazu geführt hat, dass das alles dann so seinen Lauf genommen hat, ja. Es sind dann die Jahre darauf sind dann wieder ruhiger verlaufen. Dann und 2013 ist dann meine erste Tochter zur Welt gekommen. Und 2015 dann meine zweite. Und das war halt damals so eine Situation. Weißt du, ich habe halt nach dieser ganzen Situation mit diesem Fremdverlieben und so, war das für mich dann immer so, ich habe dann immer Momente gehabt, wo ich halt immer wieder gezweifelt habe, ja. Ist diese Beziehung, basiert die Beziehung jetzt wirklich auf Gefühlen und auf
Liebe und Zuneigung und allem? Oder passiert diese Beziehung jetzt wirklich nur, weil ich damals als junger Mensch, als 21-Jähriger, ja, da eine Entscheidung getroffen habe, die ich treffen musste? Ja, also erstens mal mich taufen lassen, zweitens, sobald du getauft bist, dann auch zu heiraten, weil du hast es schon versprochen vor Jehova, dass du diese Frau heiraten wirst und so. Und ab diesem Zeitpunkt haben sich halt für mich immer so, es hat immer Momente gegeben, wo das immer so Revue passiert ist. Ja? Auf was basieren deine Entscheidungen in deinem Leben? Basieren die, weil du das selbst bist? Oder basieren die aufgrund der Zeugen Jehovas, dieser ganzen Struktur, die dich da mehr oder weniger komplett vereinnahmt? Ja? Und das war halt für mich immer so ein Punkt. Und wie dann meine erste Tochter auf die Welt gekommen ist, ist das halt dann so auch so ein bisschen so ein, ich nenne es jetzt mal naives Denken, wo du dir dann denkst, ah, jetzt ist ein Kind da und das fördert die Beziehung vielleicht und da verändert sich das alles wieder, wird alles wieder besser, man schweißt zusammen und dann kam meine zweite Tochter auf die Welt, wo ich immer gesagt habe, ich möchte, wenn ich ein Kind habe, dann möchte ich zwei haben, weil ich war selbst ein Einzelkind. Ich habe zwar einen Halbbruder, aber da habe ich relativ wenig Kontakt, weil der einen Unfall hatte, wie ich 14 war. Der ist seitdem im Wachkoma. Und Schrecklich. ja, das ist jetzt 30 Jahre her, mehr wie 30 Jahre her. Und ich habe immer gesagt, ich möchte kein Einzelkind sein. Und also ich wollte kein Einzelkind sein in dem Sinne. Und ich habe dann eben meine zweite Tochter bekommen. Und ja, du hast selbst Kinder, du wirst es wahrscheinlich kennen, die ersten, wenn die Kinder nur 2 Jahre bei mir, in meinem Fall 2 Jahre auseinander sind, hast du halt 5 Jahre lang wirklich, du funktionierst einfach, ja. Du hast halt, Nein. du stehst auf, Kinder arbeiten, kommst heim, essen, Kinder schlafen gehen. Und das geht halt fast 5 Jahre so, wenn du Kinder hast, die halt 2 Jahre auseinander sind, weil kaum ist die eine draußen, ist die andere noch drinnen und bist dann beide wirklich in einer Situation sind, wo beide sich anfangen mit sich selbst und gemeinsam zu beschäftigen, solange hast du halt diese Situation, wo du halt einfach nur funktionierst und du denkst nicht drüber nach. Es war für mich, wenn ich diese Situation Revue passieren lasse, ja, es war für mich diese ganze Zeit auch in der Versammlung. Mein ganzes Leben war einfach nur so ein Durchzug, ja. Du bist im Automatikmodus. Genau. Und es war auch in der Versammlung. Weißt du, ich hab meinen Dienst, ich war wieder Dienstamtgehilfe, ja. Und es war, wie soll ich sagen, ich hab Vorträge gehalten in Graz, in Salzburg, in Linz. Ich war sogar in Deutschland oben mal zu einem Vortrag. Ich war sogar mal in Prag oben, weil ich auf Spanisch eben auch diese kleinen Gruppen besucht habe. Ich habe auf Kongressen teilweise Programmpunkte also geholfen. Nicht jetzt wirklich Programmpunkte gehabt, weil ich ein Dienstamtgehilfe war, aber teilweise Interviews gehabt und solche Sachen. Wir haben bei den Dramen mitgemacht, ja. Damals noch, ich habe auch auf der Predigtdienstgruppe in der Früh oder so leiten müssen und halt meine Programmpunkte, Versammlung gehabt, Bibelhöhepunkte gehabt und dergleichen. Und es war wirklich so ein, ich habe einfach nur funktioniert. Und da hat mir halt in die Karten gespielt, dass halt die Versammlung sich sehr stark verändert hat. Ja, von dreimal Versammlung nur auf zweimal. Die Bibelhöhepunkte waren ja im Prinzip nur mehr zwei Fragen. Ja, du hast dich in dieser Zeit kaum mehr vorbereiten müssen im Vergleich zu dem, wie es vorher war. Ja, Das stimmt, und ja. dadurch, dass ich sowieso von meiner Persönlichkeit und auch von meinem Job her eher so ein Salesmensch bin, ja, also Sales und Marketing in dem Bereich, ja, ist es halt für mich mir immer leicht gefallen, vor Menschen zu sprechen, ja. Und deswegen war für mich eine Ausarbeitung von Programmpunkten, für mich war das auch einfach so ein, ja. Ich habe teilweise Momente gehabt, wo ich wirklich nur funktioniert habe und da habe ich teilweise Bibelhöhepunkte gehabt, die habe ich nicht vorbereitet. Da bin ich in der Früh in die Arbeit gegangen, habe in der Arbeit mich 10 Minuten hingesetzt, nebenbei, habe mir das zusammengeschrieben und bin dann auf die Bühne am Abend gegangen, ja. Aber es war eben, weil auch das Programm sich in dieser Zeit so stark verändert hat. Es hat dich diese Notwendigkeit, was du eigentlich wissen musst und vorbereiten musst für den Programmpunkt, ist mittlerweile so, ich möchte jetzt sagen, so primitiv geworden und so einfach geworden, dass das jeder machen kann. Ja? Da ist ganz egal, wenn du darauf stellst, ja? Weil du einfach deine vorgegebenen Fragen hast, deine vorgegebenen Antworten hast. Da die meisten in der Versammlung antworten, was da drinnen steht. Ja? Und du musst eigentlich fast nichts mehr nachdenken, fast nichts mehr tun. Ja? Und das hat mir in dieser Zeit auch ziemlich in die Hände gespielt, weil ich einerseits mit meinen Konflikten gekämpft habe, ist es das jetzt wirklich die Wahrheit? Ist das wirklich, stimmt das jetzt wirklich alles? Meine Entscheidungen basieren die jetzt auf etwas, was vielleicht gar nicht stimmt oder doch? Dann nebenbei noch die Kinder, die Beziehung, wo ich nicht gewusst habe, wo bin ich gerade? Ja? Und das war halt alles ein riesengroßes Paket, was ich halt da mitgeschleppt habe. Ja. Aber es hat mir halt manche Sachen, wie zum Beispiel das in der Versammlung, hat mir das Leben sehr vereinfacht. Und ich bin halt in diesen 5 Jahren einfach nur
den Weg gegangen, ja. Einfach abgeschalten, einfach geradeaus, ja, und weitergemacht. Das sagte die Ann-Kathrin gestern auch im Interview, die ehemalige blinde Frau, die ich im Interview hatte, die sagte auch, dass sie das damals so empfunden hat, und das war noch in den Anfang 2000er, dass das zweite, dritte Klasse war, dass, also das, was man im Wachtumstudium an Leistungsniveau hat, also im Grunde genommen einen Text lesen und rezitieren aus ein paar Antworten, hat sie damals als wie Unterrichtsfach erste oder zweite, dritte Klasse empfunden. Und da hat sich's gelangweilt an der Stelle. Und es ist seitdem ja noch einfacher geworden. Und viele Menschen, ja, unterfordert das Ganze auch an der Stelle, ne? Weil du ja wirklich, was da dann noch abverlangt wird und dass du dann als vorbildlich giltst. Wenn ich das im Vergleich sehe, wie man damals das Offenbarungsbuch noch studiert hat oder Anfang der 2000er, weiß ich noch, das Daniel-Buch, wo ich noch, das war Wahnsinn gewesen, was da noch an Tiefe drin war. Das ist ja mittlerweile sehr viel einfacher geworden. Wobei ich muss sagen, ich verstehe es heute, ja, weil diese Unterforderung macht es natürlich auch sehr einfach, die Leute bei der Stange zu halten, ja. Weil die Leute müssen sich nicht mehr anstrengen, um etwas zu verstehen. Die Leute setzen sich dort einfach, das ist wie wenn du sagst, du gehst ins Kino und schaust einen Film an, ja. Du siehst diesen Film, der rennt einfach bei dir ab, der Film hat dir gefallen oder nicht gefallen, ja, und das war's. Und dasselbe ist in der Versammlung, ja. Du setzt dich dort hin, du lässt dich halt von dem berieseln, du musst jetzt nicht drüber nachdenken. In Wirklichkeit kontrolliert auch kein Mensch Bibeltexte, die rezitiert werden oder Bibeltexte, die erwähnt werden oder ob die Information jetzt stimmt oder nicht. Ja? Sondern die Leute setzen sich da einfach rein, lassen sich berieseln, das kommt eh vom treuenverständigen Sklaven und das stimmt ja eh alles und das war's. Ja? Na, es gibt schon ein paar Einzelne in verschiedenen Versammlungen, die da sehr hardcore sind, die solche Dinge dann schon kontrollieren und dich hinterher darauf ansprechen. Auch das habe ich erlebt. Aber du hast recht, in generell wird es einfach pauschal geschluckt, ohne weiter zu hinterfragen. Und man hat hinterher das Gefühl, die Bibel studiert zu haben. Das ist ja das Schöne. Man fühlt sich wie ein kleiner Akademiker, bis dahingehend, dass manche Leute in ihren Lebenslauf sogar reinschreiben, dass sie als Ausbildung theokratische Predigtinschule oder Ähnliches haben, habe ich die Tage gesehen. Also unglaublich. Okay. Das ist sogar mir neu, aber ja. Also das war echt der Hammer gewesen. Die haben wirklich in ihrem Profil ihre Schulausbildung und ein Punkt davon ist Theocratical Ministry School als Ausbildungspunkt. Ich denke, okay, ja, da sind zwar ein paar rhetorische Dinge ganz interessant drin in diesem Buch, aber ob ich das jetzt als Aushängeschild bei einer Bewerbung machen würde, naja, muss jeder selbst wissen. Okay. Ja. Wie hat sich das weiterentwickelt, dann dein Leben? Hat mal so konkret, du hast natürlich Zweifel an deinem Leben beziehungsweise an deinen Entscheidungen, an dem Fundament der Entscheidungen deines Lebens gehabt, bezüglich Heirat, bezüglich dieser Organisation. Aber bezüglich der Glaubenslehren hat da schon was geklingelt damals? Dass du sagst, ist das komisch. Vor allem, du bist ja in einer fremdsprachigen Versammlung. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Aspekt. Du bist ja muttersprachlich Deutsch. Österreichisch, ja. Deutsch. Und wenn man das in der Fremdsprache lernt, wir waren auch lange in der englischen Versammlung gewesen, viele Jahre, dann muss man sich Dinge ja erarbeiten und geht nochmal von einem ganz nüchternen, fast unromantischen oder unmanipulierten Standpunkt dran. Und manche Dinge fallen einem dann eher auf, dass man sagt, okay, das ist jetzt aber seltsam. Das habe ich so noch gar nicht gesehen, gerade wenn man von Kindheit an groß geworden ist. Wie hast du das empfunden, in der fremdsprachigen Versammlung, dir diese Doktrinen einzupflanzen? Ja, also wie soll ich sagen, es war sehr gemischt, ja. Auf der einen Seite war ich extremst froh, in der fremdsprachigen Versammlung zu sein, weil ich auch gesehen habe, wie es in deutschen Versammlungen zugeht. Und in deutschen Versammlungen, das war mir einfach alles viel zu steif, viel zu hardcore, ja. Und in der spanischen Versammlung ist halt das ist nicht nur aufgrund von Sprachen, weil die Sprache viel weicher ist und die Sprache das viel mehr Raum lässt, um Dinge zu erklären, sondern es war auch die Herzlichkeit in der Versammlung was ganz was anderes. Es war der Predigtdienst auch komplett anders. Ja? In der deutschen Versammlung gehst du strikt deine Adressen abklopfen. In der spanischen Versammlung haben wir aus dem Telefonbuch damals die Namen rausgesucht, die halt Spanisch klingen. Das waren dann sehr oft Filipinos auch dabei. Ja? Die haben auch spanische Namen. Und wir sind dann einfach sehr viel herumgefahren, was natürlich den Dienst natürlich auch erleichtert hat. Ja? Weil du jetzt nicht 2 Stunden hardcore einen Häuserblock an die Tür klingelst, sondern wir sind wirklich durch ganz Wien gefahren. Ja? Und da geht natürlich sehr viel Zeit drauf. Und das war für mich für den Dienst natürlich immer angenehm, weil ich den Dienst nie wollte. Ja? Und aber von der Lehre her oder so, also wie ich schon gesagt habe, es war sehr hilfreich, glaube ich, weil es eine spanische Versammlung war und ich mich da wohler gefühlt habe. Auf der anderen Seite würde ich jetzt einmal auch sagen, hat es natürlich auch seine Auswirkungen gehabt, ein bisschen vielleicht, nennen wir es jetzt vielleicht Wissensdefizit,
Oder nennen wir es jetzt vielleicht auch Indoktrinationsdefizit, ja? Weil das halt alles nicht so gezogen hat, wahrscheinlich, wie wenn es eine deutsche Versammlung gewesen wäre. Also, dass du das gar nicht so in der Tiefe verstanden hast, wie als wenn du es vielleicht im Deutschen assimiliert hättest, dieses Wissen. Ja, vielleicht nicht verstanden, aber ich glaube, dass es im Kopf was anderes macht. Wenn du es in deiner Sprache hörst, glaube ich, dass die Indoktrination stärker ist, als wenn du es auf Spanisch oder in einer Fremdsprache hörst, weil es eben nicht deine Sprache ist. Ja, du nimmst die Sachen zwar auf und die sind auch logisch für dich und du verstehst sie auch, aber ich glaube trotzdem, dass es im Kopf etwas anderes macht, weil ich nie so weiß ich nicht, wenn ich in einer deutschen Versammlung war, das für mich immer so, ja, das war für mich immer so ein ganz Unwohlsein. Ich weiß nicht warum, ja. Und in Spanisch war das bei mir nie. Das liegt vielleicht an den Menschen, das liegt vielleicht an der Art und Weise, wie das alles gebracht und erzählt wird, ja. Es gibt natürlich, es hat bei uns sehr viele Österreicher, sehr viele Brüder gegeben, die Österreicher sind, die Älteste waren, die mit Latinas oder mit Spanierinnen verheiratet waren, die natürlich beim Reden ihre Fehler gemacht hat. Da waren natürlich immer lustige Sachen dabei, ja. Also es war einfach vom ganzen Setup, war es einfach herzlicher und lustiger bei uns in der Versammlung als irgendwo anders. Ernennungen waren bei uns viel schneller als in einer deutschen Versammlung. Da gibt es Leute, die warten 20 Jahre, dass sie Dienstamtshilfe werden, ja. Bei mir ist das innerhalb von 2 Jahren oder von 3 Jahren passiert, ja. Weil einfach der Bedarf da war, weil einfach die Menschen anders waren, ja. Okay, und wenn das alles so schön war, menschlich, warum bist du heute kein Zeuge Jehovas mehr? Oder Ja, also spring ich zu schnell vor? Gibt es da noch was dazwischen, was ich noch nicht so nein, auf dem Schirm habe? eigentlich nicht. Wie gesagt, es war halt ab diesem Zeitpunkt, wo ich dieses Fremdverliebtsein war und dann ich auch beruflich sehr viel unterwegs war. Ich war 15 Jahre lang, bin ich durch meinen Job relativ viel herumgeflogen. Also ich war sehr viel übersee, ich war sehr viel in Amerika, ich war in Mexiko und in Panama und in verschiedenen Plätzen der Welt. Und dieses Reisen, muss ich sagen, hat schon sehr viel bewirkt. Also dadurch, dass ich immer mit sehr vermögenden Menschen in meinem Job zu tun hatte, habe ich natürlich auch in diesen Kreisen sehr, sehr viele Menschen kennengelernt. Ja. Und da waren halt Menschen dabei, die waren einfach absolut inspirierend. Ja. Absolut. So teilweise Leute, die halt wirklich im Business gestanden sind, wirklich erfolgreiche Businessmenschen waren, ihre eigenen Firmenunternehmen hatten. Ich habe Leute kennengelernt, die halt früher in der Baseball Pro League gespielt haben, in Amerika drüben. Und das waren halt lauter Leute, wo du dann danach denkst und denkst, wenn die Welt so schlecht ist, ja, und alles böse ist, ja, warum geht es den Menschen dann gut? Weißt du? Warum sind diese Menschen so faszinierende Persönlichkeiten? Weil sie so frei sind, so Freidenker sind, so uneingeschränkt leben, ja, und Freiheit besitzen, ja, im Kopf, ja. Also free your mind, ja, mehr oder weniger. Und Ja, das war eben verstehe dieses schon. Gefühl. Das war dieses Gefühl, was mich immer begleitet hat. Und wie ich da unterwegs war, immer diese Wochen in dieser Zeit, das war einfach für mich immer so ein Aha-Moment, ja. Da bist du raus aus deiner natürlichen Umgebung, aus deinem natürlichen Habitat, wie man das jetzt nennt, ja. Bist du in einem komplett anderen Land, einer komplett anderen Kultur. Und dann lernst du dort einfach Menschen kennen. Und manchmal sind es einfach Menschen gewesen, die an der Bar gesessen sind im Hotel. Ja. Manchmal waren es einfach Business Partners, die ich kennengelernt habe. Ja. Wo ich mir gedacht habe, wow, also da heißt es immer nur, oh, ich habe dieses Problem und diese Sorgen und diese Sachen alle nur durch Jehovas Hilfe gelöst. Und das sind alles Menschen, die auch ihre eigenen Probleme und Sorgen haben. Und die haben Natürlich. aber Jehova nicht. Und denen geht es genauso gut. Also irgendwas ist da anders. Die haben genauso ihre Sorgen und Probleme und genauso ihre Lösungen. Und Genau. du hast halt die Möglichkeit gehabt, sehr weit über den normalen Zeugentellerrand hinwegzuschauen, an der Stelle in der ganzen Welt. Und hast anscheinend gemerkt, so wie ich das richtig verstehe, dass diese Menschen nach der Definition von Jehovas Zeugen auch Jehovas Segen haben müssten. Ansonsten wird es ihnen nicht so gut gehen können. Ja, In diesem System. es war für mich da immer ein Widerspruch, weißt du? Es war für mich da immer ein Widerspruch da, wo ich mir wieder gedacht habe, irgendwas stimmt da nicht, ja, irgendwas kann da nicht sein. Ich habe dann für mich, weißt du, ich habe dann für mich auch in dieser Zeit, ich sage jetzt mal von 2007, 2010 an vielleicht, habe ich auch sehr viel für mich so angefangen, so leicht auszutesten, ja. Ich kann mich erinnern, ich habe Musik gehört, die halt nicht immer in das typische Zeugenschema hineinpasst, ja. Wo ich von anderen Zeugen zum Beispiel gehört habe, ich kann mich an das von einem Ältesten erinnern, der in Bethel war, früher in New York, der hat eine Österreicherin geheiratet, ist dann nach Österreich gezogen und die sind jetzt als Missionare unterwegs. Und er zum Beispiel hat mir erzählt, der eigentlich auch sehr relativ alternative Musik immer gehört hat, also für einen Ältesten, ja,
Aber er hat zum Beispiel mir erzählt, ja, er hat eine CD zu Hause gehabt und da ist es ihm nicht gut gegangen und so. Und das war dann Susie and the Banshees, glaube ich, war das oder sowas ähnliches. Und er hat diese CDs dann weggeschmissen und dann ging es wieder gut. Ja, das sind diese typischen, was man hört, oft diese Erlebnisse, dass die Zeugen irgendwelche Bücher zu Hause haben und irgendwelche CDs zu Hause haben, die halt nicht Jehova angenehm oder wie soll man sagen, nicht Jehova genehmigt sind oder halt irgendwie mit Spiritismus oder sonstigen Dingen zu tun haben. Und dann geht es ihnen nicht gut und kaum schmeißen sie das weg, dann geht es ihnen auf einmal gut. Und ich Das ist habe sehr, sehr viele von diesen CDs zu Hause gehabt. Ich habe sehr, sehr viele, auch teilweise Bücher zu Hause gehabt und habe mir Filme angeschaut. Und ich habe nie das Gefühl gehabt, dass es mir schlechter oder besser geht, wenn ich das tue oder nicht tue. Ja. Das war für mich immer so ein Punkt. Und da habe ich für mich so, mit diesen Dingen habe ich für mich das so langsam angefangen auszutesten. Hat das jetzt einen Einfluss auf mein Leben oder hat das keinen Einfluss auf mein Leben? Dann gab es auch so typische Erlebnisse, die mich dann wieder zum Nachdenken gebracht haben. Da war ich einmal mit meinen Arbeitskollegen, damals war ich in einer Bank, in einer irischen Bank, das war so eine ganz eine zusammengeschweißte Truppe, ja. Und wir haben uns super verstanden, das waren halt Irländer, da geht es jeden Tag am Abend ins Pub, ja. Und ich bin halt auch einmal am Freitag dann einfach mitgegangen, wir waren, sind ins Pub gegangen, haben dann Spaß gehabt dort. Ich bin nach Hause gegangen, am nächsten Tag war ich im Predigtdienst unterwegs. Und da war ich mit einer Schwester unterwegs und der habe ich dann erzählt. Ich war mit meinem Dad gefragt, was hast du gemacht und so. Und ich war mit meinen Kollegen unterwegs. Ja, prompt am Abend kam ein Ältester zu mir und sagt: Ah, ich habe gehört, du gehst mit Weltlichen fort und hin und her und keine Ahnung. Und ich habe mir gedacht: Ja, und? Das sind meine Arbeitskollegen. Ich meine, was ist da jetzt verkehrt? Ich habe weder irgendwas angestellt noch habe ich irgendwas getan. Ich habe mich weder besoffen, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe einfach nur mit denen eine Zeit verbracht. Ja. Und da hat es dann immer so Momente gegeben, wo ich mir gedacht habe, ja, aber, also wo ist jetzt das große Problem? Und da habe ich halt das so richtig gemerkt, wie halt versucht wird, auch da einfach in mein Leben einzugreifen, in meine Persönlichkeit einzugreifen, meine Freiheit einzugreifen. Und ich habe dann in diesen Jahren schon sehr gemerkt, und das muss ich schon sagen, das hängt mir heute noch etwas nach. Ich habe in diesen Jahren dann schon sehr gemerkt, dass du aufgrund dieser ganzen Indoktrination, aufgrund dieser Situation, wo du sagst, die werden eigentlich deine Entscheidungen im Leben abgenommen, weil ja die Ältesten und die Organisation ja entscheidet, was gut und böse ist, was du darfst und was du nicht darfst. Und du mehr oder weniger alles davon abhängig machst, habe ich dann schon sehr stark gemerkt, dass zum Beispiel das Gefühl der Eigenverantwortung, das Gefühl des Selbstwerts, das Gefühl, du kannst Entscheidungen treffen und vor allem dazu stehen auch und vor allem aber das Gefühl, dass du ständig lügen musst und ständig nicht du selbst sein darf und ständig dich selbst verleugnen musst, damit du in dieses Schema F passt. Das waren dann für mich Dinge, die dann irgendwann einmal, ja, die sind dann irgendwann explodiert, die haben dann irgendwann raus müssen. Ja? Also dieses Doppelleben, was ich führen musste, um diesem Zeugen Jehovas Idealbild zu entsprechen, das hat dann im Endeffekt, würde ich jetzt mal sagen, mir das Genick gebrochen in geistiger Hinsicht. Ja. Es haben natürlich, können wir später noch darauf eingehen, es hat natürlich dann auch noch andere Dinge gegeben, die dann mehr oder weniger dazu geführt haben, dass ich mich dann komplett entfernt habe. Aber das würde ich sagen, waren einmal so die Anfänge, wo ich halt dann angefangen habe auszutesten, wo ich dann in meiner Persönlichkeit festgestellt habe, was das für einen Einfluss auf mein Leben hat, auf meine Umgebung hat. Das beobachte ich auch immer wieder, dass man, also rückblickend mit Abstand, dass man in dieser Organisation Authentizität eintauschen muss, ne, oben zu der Gruppe dazu zu gehören. Ja, Definitiv, ja. und das, was du vorhin angedeutet hast, mit dem Einfluss von Dämonen oder dass man Angst hat, dass gewisse Literatur, Filme oder CDs das Leben negativ beeinflussen. Ich sage dann immer, das Placebo-Effekt funktioniert genauso. Ja, das ist empirisch bewiesen, dass man auch einfach Medikamente zu sich nehmen kann, wo man glaubt, da ist ein Inhaltsstoff drin und es hilft mir genauso, weil der Glaube in einem, dass man, da, man glaubt daran, dass es mir hilft, das ist schon die Hilfe an sich. Ja, Und genau. so persönlich empfinde ich das mittlerweile auch mit dieser ganzen Dämonengeschichte, dass der Glaube daran einen schon negativ oder positiv beeinflusst. Ne, weil man das ja, ich habe das auch mal versucht zu greifen. Und ich hatte in meinem Leben auch ein, zwei Erfahrungen, wo ich damals das zugeordnet habe, gesagt, boah, nee, das war dämonischer Einfluss. Und rückblickend sage ich, nee, 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 das war der Glaube daran, dass das dämonischer oder Jehovas Einfluss war im Positiven. Und nicht Ja. wirklich, dass da eine extraterrestrische Person mit extra Energie kam und in mein Leben reingefuscht hat. Genau. Genau. Ne, so nehme ich das momentan wahr. Okay, wie ist deine Reise dann weitergegangen?
Ja, meine Reise hat sich dann im Prinzip weiterentwickelt, dass ich mir sehr viele Fragen selbst gestellt habe diesbezüglich. Und es gab halt dann immer diese Momente, wo du dann versuchst, diese kognitive Dissonanz damit aufzulösen, ja, indem du für dich dann Punkte findest, warum es doch besser ist, da drinnen zu bleiben. Ja. Und es sind halt immer diese typischen Argumente, die dann jeder hat. Ich kann mich erinnern, da hatte ich meinen Vater damals mit dem Thema konfrontiert, weil mein Vater glaubt im Prinzip an gar nichts, ja, außer an UFOs, glaube ich. Und an die Ein Trekkie, Geschichten, ja genau, an die ne? Geschichten, die halt über die Sumerer kommen, dass die früher schon so Höhlenbilder gehabt haben von irgendwelchen Dingen. Aber egal. Aber mein Vater glaubt im Prinzip grundsätzlich an diese ganzen Sachen nicht. Der hat mich dann einmal konfrontiert und gesagt, ja, was machst du, wenn du irgendwann drauf kommst, das stimmt alles nicht. Ja? Nehmen wir an, du bist am Sterbebett und das stimmt alles nicht. Dann habe ich damals das ist eine typische Zeugenaussage, ja. Ja, aber ich weiß zumindest dann, dass ich ein gutes Leben geführt habe. Ja, Auch wenn klar. sie es nicht gegeben hat. Ich weiß, dass es ein gutes Leben war. Ja? Und heute muss ich sagen, nein, es wäre kein gutes Leben gewesen, weil es wäre an dir Raubbau begangen worden, indem man dir dein Leben nimmt und deine Freiheit nimmt. Und du hättest dein Leben geführt, was du unter normalen Umständen nie geführt hättest. Dir Ja. wird die Freiheit genommen und du nimmst dir Genau. selbst so viele Grundrechte und Möglichkeiten, und glaubst immer noch dabei, dass es deins ist und dass du das so willst. Und dabei ist das Ganze in dir, ich sag mal, ja, installiert worden durch ganz viele Sublime-Botschaften, nannte das der Dr. Alexander Kühn in seiner Doktorarbeit, hat er da ganz interessant drüber geschrieben, was Jehovas Zeugen im Grunde genommen machen. Und das Perverse ist, man glaubt ja, ich habe das selbst entschieden, ich will das ja so. Willst du auch auf einer bestimmten Ebene, aber darunter liegen, wurde es dir, ne, ich sag mal, installiert und wie in deinem Fall, du hast das Mädchen geliebt, du hast mittlerweile eine Familie aufgebaut gehabt und da sind natürlich auch Verbindungen, die einem wichtig sind und die man halten möchte. Das ist ein ganz guter Punkt, weil das ist etwas, was ich auch, wo ich jetzt auch die Erfahrung gemacht habe, damit mit meiner Ex-Partnerin. Ja? Es war genau das Gleiche. Ja? Bevor ich die Beziehung beendet wurde, habe ich dann natürlich versucht, da kriegt man dieses Retter-Syndrom, ja? Wenn man dann in diese Situation einsteigt und man kommt jetzt drauf, dass die Organisation nicht die Wahrheit ist und dass es alles Blödsinn ist, da kriegt man dieses Rettergefühl, man muss jetzt jeden retten, ja? Alle Freunde retten, dann muss man allen davon erzählen. Und so war das halt damals in meiner Beziehung auch. Und es war dann so, dass ich dann einfach auch mal da gesagt habe, ja, aber du liest ja die Literatur von den Zeugen Jehovas, ja. Und sie hat dann zu mir gesagt, nein, also ich lese die Bibel und ich glaube an das, was in der Bibel steht. Und ich glaube an Jehova, ja. Und ich habe mir dann gedacht, ja, das ist dein Glaube. Du glaubst selbst, dass du nur an die Bibel glaubst und dass du, da sieht man, wie diese Überzeugung im Kopf funktioniert. Also meine Ex-Frau glaubt wirklich, sie glaubt nur an die Bibel und sie glaubt nur an Jehova. Die Organisation existiert, aber ihr eigentlicher Glaube ist die Bibel und Jehova. Und ich habe mir danach nur gedacht, ja, aber wer hat dir erzählt, wer Jehova eigentlich ist? Wer hat dir die Bibel erklärt, dass du sie heute so verstehst, wie du sie verstehst? Ja? Und da merkst du eigentlich wo die Gedanken so verschoben sind, wo sie ganz andere Wahrnehmungen haben. Das ist nicht auf eine Ex-Beziehung bezogen, sondern auch allgemein auf die Zeugen Jehovas bezogen, wo sie eine komplett verschobene Wahrnehmung haben, ja, wo sie Dinge glauben, von denen sie überzeugt sind, die aber gar nicht so sind, wie sie sich für sich selbst im Kopf ausgemacht haben, ja. Und das ist so, wie du es als angesprochen hast. Das ist halt ein Punkt. Wo auch für mich dann so irgendwie dieser Punkt da, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, ja. Und es gab dann bei mir damals den Augenblick, wo es dann wieder eine Außenbeziehung gab. Das hat sich dann gleich 2017, glaube ich, hat das begonnen, 2018, ich kann mich jetzt gar nicht mehr so genau zurück. Ich glaube 2017, glaube ich, war das. Und das kam dann natürlich in die Situation dann auch wieder zu meiner Frau. Und ich hatte dann natürlich wieder einen Komiteefall, wie man das so gut kennt. Ich weiß, ich war es dann mittlerweile eh schon unter Anführungszeichen gewohnt, einen Komiteefall zu haben. Das war dann eh schon der zweite oder der dritte, glaube ich. Und das war dann für mich wirklich der Punkt, wo ich dann begonnen habe, was dann wirklich alles zum Knacken begonnen hat. Ja? Wo dann wirklich so dieses Eis komplett weggebrochen ist. Ich kann mich erinnern, ich bin dann damals zu diesem Komiteefall gerufen worden. Ich war dann in diesem Komitee drinnen und ich wurde dann von den Ältesten natürlich befragt,
was ist mit dieser Frau gelaufen, was ist da genau passiert, wo habt ihr euch berührt und wo und habt ihr das und das gemacht und ist das und das passiert? Und also wirklich intimste Fragen, wo ich mir gedacht habe, was geht euch das an? Ich habe euch eh schon gesagt, was passiert ist, ja. Also warum wollt ihr das noch Details wissen oder so, ja? Und ich habe halt dann wirklich in dieser ganzen, ich habe das für mich schon natürlich vorher schon überlegt, wenn ich dorthin gehe, was mache ich? Und ich habe in diesem ganzen Komiteefall dann teilweise wirklich einfach blind gelogen, ja. Dass ich es alles so bereue und dass das alles irgendwie so passiert ist und ich irgendwie mich nicht, unter Anführungszeichen, da jetzt nicht anders reagieren konnte und ich habe auch nicht alle Details gesagt, ja. Ich habe teilweise Sachen komplett verheimlicht und sowas. Ich war es gewohnt zu lügen, ich war es gewohnt, ein Doppelleben zu führen und deswegen war das für mich auch so einfach, das zu tun, ja. Und ich, wie gesagt, ich bin eine Stunde da drinnen gesessen, da ist dann über alles geredet worden, dann haben sie mich rausgeschickt, dann war ich eine halbe Stunde draußen und habe gewartet. Ich habe sie dann beten gehört, dass sie Jehova gebetet haben, eigentlich zu Jehova gebetet haben, um seinen Geist und um seinen Segen gebeten haben, damit ihnen hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen und so. Und ich bin nur da draußen gesessen und habe gedacht, Jehova, also du hast jetzt offiziell und öffentlich mitbekommen, dass ich die Ältesten da drinnen komplett belogen habe. Du hast mitbekommen, dass ich die letzten Jahre so oft gelogen habe, dass ich meinen Predigtdienstbericht so oft gefaked habe, dass ich alles Mögliche getan habe, wenn ich immer auf meinen Reisen unterwegs war, auch getrunken habe, Partys auf Partys war und sowas. Du hast alles mitbekommen. Ja? Also wenn du wirklich da bist und wenn du wirklich die Versammlung schützen musst vor mir, weil ich ja doch so böse bin, ja, dann wirst du mich jetzt ausschließen. Ja. Und ich bin dann nach einer halben Stunde reingegangen und sie haben zu mir gesagt, ja, sie schließen mich nicht aus. Also ich verliere zwar mein Dienstamt, ich werde zurechtgewiesen, ich wurde dann auch öffentlich in der Versammlung zurechtgewiesen, ja, aber ich wurde nicht ausgeschlossen. Und das war dann für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, da kann es Jehovas Geist nicht geben, da kann Jehova nicht da sein und die Versammlung schützen wollen oder diesen Einfluss in der Ältestenschaft haben, damit die Versammlung geschützt ist. Das gibt es nicht. Ja? Ja, schon alleine, weil ich ihm vorher gesagt habe, also ich habe dich jetzt öffentlich verarscht. Ja? Also, und das kann es nicht sein. Und das war dann der Punkt, wo ich dann nach diesem Komiteefall habe ich dann entschieden, okay, ich gehe jetzt nicht mehr in die Versammlung. Mhm. Ich bin ab diesem Zeitpunkt dann auch nicht mehr in die Versammlung gegangen. Und es war dann für mich so, dass ich dann begonnen habe, okay, ich habe dann für mich selbst entschlossen, weißt du, das ist dieses typische Gefühl, wie du sitzt in einem Käfig, wenn als Vogel die Käfigtür ist offen, du fliegst aber nicht raus, weil es könnte ja draußen vielleicht ein Adler vorbeikommen und dich packen. Ja? Und genauso dieses Gefühl hatte ich. Ich hatte das Gefühl, okay, ich bin jetzt nicht mehr in der Versammlung. Ich habe gemerkt, dass mir das extremst gut tut, nicht mehr dort zu sein. Ja? Diese Tür ist jetzt offen, aber ich sitze trotzdem noch in diesem Käfig. Und ich habe mir dann gedacht, okay, ich muss jetzt irgendwas tun. Und dann habe ich das Erste, was ich getan habe, war, ich habe dann durch Zufall auf Netflix eine Serie gefunden, die Explained heißt. Und da gibt es in der zweiten Staffel gibt's eine Folge über Cults oder Sekten. Und das war wirklich eines der ersten Dinge, die ich mir so visuell angeschaut habe. Ja. Und da erklären sie ja diese 3 or 4 Steps of Indoctrination in a Cult, ja. Und dann haben sie noch so einen Bogen mit 7 oder 8 Stufen, wie man halt in eine Sekte reinkommt. Ja. Und obwohl dort die extremen Gruppen erwähnt werden, ja, also die sich halt dazu Tausende da damals im Urwald umgebracht haben und alles Mögliche, ja, bin ich dann trotzdem da drinnen gesessen und habe mir das angeschaut und habe mir dann, wie das dann nach 25 Minuten aus, habe ich mir gedacht, scheiße, das ist im Prinzip genau das Gleiche. Ja, das Gleiche, wie es bei den Zeugen Jehovas abläuft. Es ist einfach nur das Glaubenskonstrukt ein anderes. Mhm. Ja. Natürlich hat es dann auch Leute gegeben, mit denen ich mich unterhalten habe, Menschen gegeben, mit denen ich unterhalten habe, wo sehr viele Punkte besprochen worden sind, ja, die mich auch sehr gefordert haben in meinen Gefühlen, in meinen Gedanken, in meiner ganzen Thematik. Ja. Aber das war so das Erste. Und nach dem Video von Netflix bin ich dann einfach auf Lloyd Evans gestoßen. Und da war ich glaube, ich war wochenlang nur am Video schauen. Und ich habe bei jedem Video habe ich mir gedacht, oh mein Gott, das gibt es jetzt aber nicht. Ja. Das sind diese ganzen Sachen, die 1914-Lehre,
607 Lehre, ja, diese ganzen, also was auch am Kongress abgeht. Ich habe mir dann das erste Mal bewusst diese ganzen Rebuttals angeschaut, die er macht von den ganzen Kongressen und so und von den Broadcastings. Und ich habe mir die ganze Zeit immer gedacht, wow, also das ist Manipulation hoch 10, ja. Und ich habe das am Anfang sogar gar nicht glauben können, realisieren können, ja. Aber es war für mich so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, also nein, das, ich muss von dort raus, ja. Das war dann circa ein Jahr, nachdem ich aufgehört habe, in die Versammlungen zu gehen, wo ich dann so dieses Gefühl habe, irgendwie so, ich bin Peter Pan, ich kann fliegen, aber ich hänge dann an einer Kette fest und ich komme einfach nicht weg. Und das war dann der Punkt, wo ich dann entschieden habe, okay, ich muss da jetzt raus, und ich habe dann einen Brief an die Versammlung geschickt. Mhm. Gesagt habe, wo ich meine Punkte erklärt habe, ob es gelesen wurde oder nicht, weiß ich eh nicht. Aber ich habe diesen Brief abgeschickt. Ich kann mir noch hin, das war, glaube ich, an einem Dienstag. Der ist am Mittwoch ist der angekommen. Und in dieser Woche hat sich zufällig die Versammlung von Dienstag auf Donnerstag verschoben. Es ist am Donnerstag dann sofort bekannt gegeben worden. Ja. Dass du kein Zeuge Jehovas mehr bist. Genau. Aber du hast ja eine echt, eine einmalige Situation will ich nicht sagen, aber eine seltene Situation gehabt, dass du die Lehren der Jehovas-Zeugen auf die Probe stellen konntest. Dadurch, dass du Dienstamtgehilfe warst, dadurch, dass du bewusst gelogen hast in diesem Komitee und vorher mit Jehova das ausgemacht hast, weil nach der Lehre der Jehovas-Zeugen sieht Jehova alles, nach der Lehre der Jehovas-Zeugen handeln seine treuen Diener, ganz speziell die Ältesten unter seinem Heiligen Geist, besonders wenn sie beten, was ja in so einem Komiteefall, in einem Rechtskomitee vorher, währenddessen, nachher immer wieder gemacht wird. Von daher, wenn das so stimmt, wie Jehovas Zeugen das darstellen, so ganz logisch, ne, dann muss ja ein Informationsfluss vorhanden sein, dass Jehova als extraterrestrische Person dein Handeln beobachtet hat und dann aufgrund dessen seinen Geist geschickt hätte, den Ältesten gegenüber, um eine richtigere Entscheidung nach seinen Maßstäben zu führen. Aber das Ganze ist nicht passiert und du bist nicht der Erste, der mir das erzählt. An der Stelle, dass es manche Leute das wirklich so auf die Spitze getrieben haben, dass sie gesagt haben, okay, Jehova, wenn es dich gibt, wenn die Lehren so stimmen, wie Jehovas Zeugen das interpretieren, dann müsste jetzt kausal das passieren. Es ist aber nicht passiert. Ja. Menschliche Entscheidungen weiter getroffen worden und da war für die Person dann ganz klar, okay, diese Organisation, diese Menschen können nicht das haben, was sie behaupten, nämlich Jehovas Geist und seine Unterstützung. Weil ansonsten wäre das Ergebnis jetzt ganz offensichtlich ein anderes. Das finde ich heftig, genau, wie du das ausprobiert hast und sehr interessant, genau, da so logisch ranzugehen und für sich dann diesen Schluss und auch für dieses Fundament zu schaffen, zu sagen, nein, das sind die Lehren der Jehovas Zeugen und nicht die Lehren der Bibel. Ganz kurz, das ist ja auch etwas, was ich in meinen Videos immer zeige, dass selbst Jehovas Zeugen, die Rechtsabteilung der Jehovas Zeugen gegenüber Behörden immer wieder schreiben, die Lehren der Jehovas Zeugen. Sie schreiben nicht die Lehren der Bibel, sie schreiben die Lehren der Jehovas Zeugen. Also das sind Interpretationen von Menschen, die sich intensiv damit beschäftigt haben und die nach meinem Empfinden Teile rausnehmen und dort ein Bild geschaffen haben, wie die Welt auszusehen hat und aussehen wird. Beispiel, wie oft steht das Wort Paradies in der Bibel? 4-mal. Und nur einmal in Zusammenhang damit, dass man das so interpretieren könnte, dass es etwas in der Zukunft ein globaler Ort ist. Aber das ist ja eine riesige Lehre, wo 8,5 Millionen Menschen darauf ausgerichtet sind, auf das Paradies in der Zukunft. Aber die Bibel spricht davon 4-mal und davon nur einmal mit Jesus zusammen, wo Jesus am Pfahl sagt, du wirst mit mir im Paradies sein. Und das fand ich für mich so heftig und erwachend, ne? Ja. Dass das die Lehren von Menschen sind und nicht von einem ultimativen Gott, der das in Büchern hat zusammentragen lassen. Und zwar im Endeffekt war ja diese Überprüfung dann für mich auch extremst wichtig, weil es ist ja auch in der Bibel selbst steht da drin, und man soll seinen Glauben überprüfen. Ja? Man soll überprüfen, ob die Lehren richtig sind und dergleichen. Und auch dann dieser Bibeltext, ich weiß gar nicht mehr, welcher das ist, aber da, wo drinnen steht, wenn irgendein Prophet etwas sagt, was sich nicht erfüllt, dann ist es nicht von Jehova. Ja? Und ganz genau. Aufgrund meiner ganzen Nachforschung auch sehr, sehr zum Dank von Lloyd Evans natürlich, der das alles sehr aufbereitet hat, habe ich halt dann auch festgestellt, dass diese ganzen Lehren von dem Standbild von 1914, das Ganze, dass es eigentlich alles schon viel früher gegeben hat, wo man immer gesagt hat, das ist die Arbeit oder das Resultat der Bibelforscher. Wobei, wenn man aber zurückgeht, dann kommt das alles von den Adventists, ja, das kommt alles von den Adventisten, von Miller, der das mehr oder weniger alles dem Russell weitergegeben hat. Ganz genau. Weitergegeben hat. Also es ist nicht auf dem Nährboden der Zeugen Jehovas gewachsen, auf dem Wissen der Zeugen Jehovas gewachsen, sondern das kommt eigentlich von viel früher her.
Und es war dann für mich einfach, das sind einfach so Dinge, die ich dann mit der Zeit alle herausgefunden habe. Dann gab es dieses, natürlich dieses, wie heißt das, dieses Pillowgate-Video, das war natürlich für mich so. Ja, Also ich ganz bin genau, die natürlich Masturbationsanleitungen ja. für Betel-Mitarbeiter. Oder Genau. die nicht, also die Nicht-Masturbationsanleitungen für Da Betel-Mitarbeiter, habe für ich dann wirklich, da Frauen. habe ich dann wirklich gedacht, okay, ich bin jetzt in einem absolut falschen Film. Ja. Und ja, und so hat halt das dann mehr oder weniger alles dann seinen Lauf genommen. Und ich habe auch in den letzten, in der letzten Zeit, jetzt, ich gehe nochmal ganz kurz jetzt zurück, bevor ich aufgehört habe, in die Versammlung zu gehen. Aber ich muss auch ganz, ganz ehrlich sagen, ich war mit meinen Freunden damals, die jetzt nicht mehr meine Freunde sind, aber das können wir später noch durchgehen. War ich sehr viel unterwegs. Wir haben teilweise Wochenenden verbracht. Wir sind dann nach Istanbul geflogen und wir waren in Dublin waren wir und so. Und ich musste immer feststellen, dass in diesen Momenten, auch zum Beispiel, wie wir damals teilweise Skifahren waren oder so gemeinsam, in diesen Momenten, wo diese Menschen genauso wie ich von der gewohnten Umgebung weg sind, unbeobachtet sind, in einem Land sind, wo sie niemand sieht aus der näheren Umgebung, dass bei all diesen Menschen das Wesen zum Vorschein kommt, was sie vielleicht in ihrem Innersten in Wirklichkeit leben wollen. Ja. Ich kann mich erinnern an wie wir in Istanbul waren gemeinsam, das war, wir waren, glaube ich, 8 oder 9 Burschen, die wir dort unterwegs waren. Ja. Also dort ist einfach gesoffen worden, ja, bis um 4, 5 in der Früh. Ja. Dasselbe war damals in Dublin, ja, waren wir nur unterwegs, wir haben nur getrunken und nur Blödsinn gemacht, ja. Und das war für mich auch so ein Punkt, weißt du, da kommt bei den Menschen einfach das raus, was sich so aufstaut in dieser ganzen Zeit, weil sie einfach nicht sein können, wer sie wirklich sind, ja. Es ihnen aber auch nicht bewusst ist, ja, es ist ihnen ja auch nicht bewusst, ja. Und in diesen Momenten kommt das alles raus und das hat sich für mich auch gezeigt, hey, ihr seid eigentlich gar nicht so, eure Persönlichkeit ist nicht das, was ihr in eurem normalen Leben seid, sondern eigentlich seid ihr genau das, wie ihr euch mir jetzt gerade präsentiert. Ja, natürlich im übertriebenen Maße, weil in diesem Moment, wenn du für 2 Tage weg bist, das alles komprimiert rausschießt. Natürlich würden sie nicht jeden Tag saufen gehen, ja, aber dieses heute benehmen wir uns einfach so, wie wir sind. Wir haben Spaß, wir reden Blödsinn, wir reden über Frauen, wir reden über Sex, wir machen das und das und das, was du normalerweise nie hast. Das kommt in diesen Momenten raus, ja. Und dann 2 Tage später auf einmal sind es wieder alle Älteste in einer Versammlung. Und dann darfst du ja nichts sagen, weil dann könnte ja das ja gemeldet werden, ja, wenn du jetzt irgendwelche Zweifel oder irgendwelche Gedanken hast, ja. Und das ist halt dieser grobe Kontrast, den du da mitbekommst, ja. Und das war für mich dann auch ein Punkt, wo ich gesagt habe, irgendwas stimmt da nicht, das kann ja nicht sein. Warum ist das immer so, ja? Auch in der Versammlung selber. Wir sind eine spanische Versammlung gewesen. In der Versammlung musst du normalerweise sagen, die Latinos, das sind einfach Lebensfreude pur, ja. Wie es in Costa Rica ist, ja, pura vida, ja. Es war auch in vielen Momenten so, ja. Aber es gab dann immer so Momente, so, weißt du, lateinamerikanische Versammlung, ich, ein sehr extrovertierter Mensch, ich habe die ganzen Schwestern dort abgebusselt, das war vollkommen normal. Wie oft habe ich von den Ältesten gehört, ah, das geht nicht, na, das kann man nicht machen, als Dienstag die Schwestern abküssen da, ja, auf die Wange oder sowas ähnliches, oder die Schwestern umarmen. Ich habe mir erst mal gedacht, warum? Das ist natürlich, das ist bei Ihnen natürlich im Herzen drinnen, genauso wie es bei mir, wenn ich einen Freund oder eine Freundin habe, ich begrüße die mit einer Umarmung, ja, weil ich sie gern habe. Ja. Und, oder ich habe dann auch das Gefühl gehabt, speziell in den letzten Jahren, dass es immer mehr Menschen in der Versammlung gibt, die mehr psychologische Probleme haben als die Menschen, die nicht in der Versammlung sind. Ja. Ich habe mitbekommen, Älteste, die komplett ausgebrannt sind, die monatelang nicht als Älteste dienen konnten, nicht in der Versammlung waren, weil sie komplett hinüber waren. Ich habe in der Versammlung Brüder und Schwestern gehabt, wo ich gewusst habe, die gehen am Zahnfleisch. Die können nicht mehr. Aber trotzdem gehen sie dorthin, ja, weil sie glauben, ich bin jetzt im geistigen Paradies, wenn ich in der Versammlung bin. Das ist meine geistige Zuflucht. Da geht es mir nachher besser. Ich habe Menschen kennengelernt, die ihr Leben so weit aufgegeben haben, das war damals eine Kolumbianerin, eine sehr, sehr fesche Frau, ja, die nach Österreich gekommen ist. Die Beziehung wurde dann beendet, die sich dann nie wieder einen Mann gesucht hat, ja, oder nie wieder mit einem Mann zusammen war und sich angezogen hat, wie wenn du sagst, die ist 70 Jahre alt. Ja, wirklich eine schöne Frau. Einfach nur, weil sie das Gefühl hatte, wenn ich mich jetzt schön anziehe, dann schauen die Männer auf mich, dann bin ich eine Ablenkung für die Männer. Ja. Und das sind solche Dinge. Und die ist heute in einer Situation, sie hat weder Arbeit
noch sonst irgendwas, lebt auf mehr oder weniger mit Sozialhilfe und versucht sich damit irgendwelchen Jobs drüber zu helfen, hat keinen Partner im Leben und ist voll mit Depressionen, ja. Und da habe ich eigentlich auch gemerkt, was das mit Menschen macht. Dieser ganze Druck, Dienst, Vorbereiten, Versammlung, wie soll ich sagen, irgendwelche Regeln dieser Organisation zu erfüllen, die einfach unnatürlich sind, ja. Und das waren so auch so Punkte, die mich dann mehr oder weniger auf diesen Weg gebracht haben, ja. Weil ich einfach immer gedacht habe, okay, wir reden immer vom geistigen Paradies, ja. Aber psychologisch ist es kein Paradies. Psychologisch ist es für die meisten ein Horrortrip. Ja. Ja, du hast ja einfach als Zeuge Jehovas immer Harmagedon um die Ecke, ne? Also der globale Genozid, auch wenn Jehovas Zeugen es nicht so empfinden, ist immer um die Ecke und du bist nie ganz sicher, dass du auf der sicheren Seite bist. Weil das, was Genau. du tust, reicht ja nie, ne? Tust einen Versammlungsdurchschnitt predigen, wird dir angeraten, mach doch mal Hilfspionierdienst. Machst du Hilfspionierdienst, wird dir angeraten, hey, mach doch mal Pionierdienst. Machst du Pionierdienst, wird dir angeraten, hey, kannst du nicht auf die Schule für Königreichsverkündiger? Also es gibt immer etwas, wo du weiterklettern kannst und nie, wo du sagst, okay, der Lebensbereich ist jetzt in sicheren Tüchern, da kann ich jetzt die Sicherheit rausziehen, die jeder Mensch innerlich eigentlich braucht. Aber Das war wie beim Dienst am Gehilfen, war das genauso. Ich bin Dienst am Gehilfe geworden und es war natürlich dann immer der Gedanke da, naja, Mario könnte Ältester werden. Ja. Und woran hat es dann gehapert? Ja, ich schaffe den Versammlungsdurchschnitt nicht, was den Predigtdienst betrifft. Ja. Und das war dann auch damals, wo ich dann zu einem Ältesten gegangen bin und zu dem Ältesten gesagt habe, schau, ihr seid in Wien, die Versammlung ist in Wien. Ich wohne circa eine Dreiviertelstunde, Stunde von Wien. Ja. Ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt ein Neugeborenes gehabt. Ja. Und ich habe gesagt, ihr seid alle in Wien, ihr habt keine Kinder, ja, und könnt jeden Samstag entspannt zum Predigtdienst, zum Treffpunkt gehen. Ja. Bis ich an einem Samstag mal außer Haus komme mit einem Neugeborenen, ja, im Winter, wenn es draußen kalt ist, ja, ich kann nicht jeden Samstag zum Predigtdienst fahren, ja, weil die Versammlung war damals um 3 am Nachmittag. Ja. Das heißt, du bist in der Früh eine Stunde lang nach Wien gefahren, warst dann im Dienst. Hast ein Neugeborenes, musstest dann wieder nach Hause, weil du musst dem Kind was zum Essen geben. Das Kind muss am Nachmittag schlafen und um 3 musstest du schon in der Versammlung sein. Und da habe ich gesagt, wie stellt ihr euch das vor? Ja, wie stellt ihr euch das vor? Naja, man muss ja sehen, dass du da bist. Ja. Und wenn ich unter der Woche in den Dienst gehe, sieht es keiner, dass ich da bin und ich gehe trotzdem in den Dienst. Ja. Aber es war nicht genug. Und das war eben immer ständig dieses Gefühl, du tust nicht genug. Du bist entweder nicht genug vorbereitet, du bist entweder nicht genug im Dienst, du bist entweder. Weiß ich nicht, du hast dir heute einen ganz, ganz leichten Bart stehen lassen, ja, oder ich weiß es nicht, ja. Es war einfach immer irgendetwas, wo du das Gefühl hattest, du bist nicht gut genug, du machst nicht genug. Es ist immer irgendwo Verbesserungspotenzial, ja. Und dann warst du halt im Dienst und dann wurde ja gesagt, nein, jetzt haben wir halt jetzt kommt der Kreisaufseher oder es ist gerade Gedächtnismalwoche, da könnte man ja einen 30-Stunden-Meeting machen. Ich habe ihn auch gemacht, ja. Ich bin aber sehr oft in der Situation gewesen, wo ich die Stunden nicht geschafft habe. Ich habe dann den Bericht einfach gefaked. Ja? Ich habe gesagt, okay, ich war meine 30 Stunden im Dienst. Aber es war einfach immer dieser Druck da, irgendetwas zu tun, irgendetwas zu erfüllen, um halt das Beispiel zu sein. Der gute Ehemann, der gute Vater, der gute Bruder, der gute Dienstamtgehilfe, der gute was auch immer. Ja? Und du hast halt ständig das Gefühl, egal was du tust, egal wie viel du tust, egal wie sehr du dich bemühst, es ist einfach nie genug. Ja, und dann kam natürlich von damals noch, wo ich halt noch ein bisschen mehr geistig in dieser Organisation drinnen war, kam natürlich auch dann diese Schuldgefühle ständig. Ja. Du hast ständig das Gefühl, ist Jehova jetzt zufrieden mit mir? Ist er es nicht? Ja, gebe ich jetzt Satan zu viel Raum, weil ich jetzt das und das nicht erfüllen kann? Ja, dann ist auch ständig dieser Gedanke da, das ist halt leider Gottes dieses Gedankengut, was entsteht. Ja, du bekommst irgendwann das Gefühl, du kannst nichts tun. Oder du kannst keine Entscheidung in deinem Leben treffen, die dann im Endeffekt das reflektiert, ja, oder dass sich dann Positives auf dich auswirkt, ja, weil du jedes Mal das Gefühl hast, wenn ich etwas Positives in meinem Leben erlebe, dann muss es ja damit zu tun haben, dass ich ja irgendwas richtig gemacht habe für Jehova. Das heißt, dann kommt das Segen Jehovas, dann erlebe ich etwas Positives im Leben, ja. Wenn ich etwas Negatives im Leben erlebe, was leider Gottes der Großteil der Zeit ist, weil wir einfach Menschen sind, weil einfach Dinge in unserem Leben passieren, einfach tragische Dinge passieren, einfach schlechte Dinge passieren, wir falsche Entscheidungen treffen, aus denen wir lernen, ja. Aber
wenn man dann denkt, alles Positive in meinem Leben kommt von Jehova, das heißt, alles Negative, was kommt, muss von Satan sein. Und dadurch, dass alles Negative immer die Überhand vom Positiven hat, leider Gottes, weil wir halt einfach Menschen sind, ja, hast du das Gefühl, du hast dein Leben gar nicht im Griff. Weil wenn alles Gute von Jehova kommt und alles Schlechte von Satan kommt, was kann ich dann eigentlich für mich selber tun, damit es mir gut geht? Ja? Und du gibst mehr oder weniger dieses Leben, diese Entscheidung, diese Erlebnisse komplett aus deiner Hand. Ja? Und wenn du dann in dieser Spirale drinnen bist, ja, wo du sagst, alles Positive ist von Jehova, alles Negative von Satan, das Negative beherrscht aber, dann hast du ständig das Gefühl, boah, was tue ich eigentlich, was tue ich eigentlich? Satan attackiert mich da und Satan stellt mich da auf die Probe. Ja? Und wenn du das in dir drinnen hast, dann versuchst du immer mehr auf der Jehova-Seite zu tun, damit du das abwehren kannst. Somit steigerst du auf Jehova-Seite ständig das Pensum. Und das ist auch der Grund, warum es, glaube ich, bei uns in der Versammlung auch so viele Menschen gegeben hat, die psychologisch komplett hinüber waren. Weil sie einfach dieses Pensum immer steigern müssen, damit sie das, was im Negativen passiert, abwehren können. Ja? Und somit immer in eine höhere Schiene gelangen und dann am Ende des Tages komplett ausbrennen. Ja? Und das war halt, ich habe das halt angefangen, bei mir auch zu merken, dass es halt in diese Richtung geht. Und dann kam halt auch dieser Augenblick, wo ich dann gesagt habe, es geht nicht mehr. Ich muss es abschalten. Ja, ich verstehe dich. Du beschreibst das ganz gut. Man ist eigentlich immer in dem Hamsterrad drin und versucht etwas auszugleichen und bildet sich ein, dass Jehovas Geist sehr viel stärker ist, merkt aber nicht, dass man im Grunde genommen sein eigenes Material sich selbst psychisch, physisch aufbraucht. Ne? Ja. Und dass dieser Ausgleich, der einem immer wieder erzählt wird, der von Jehovas Geist herkommt, dass der gar nicht in dieser Form A vorhanden ist. Und dass diese Hoffnung, die du hast, dass du sagst, okay, ja gut, im Paradies wird ja mal alles besser, dass das leider auch fake ist an der Stelle, dass du immer in eine Versicherung eingezahlt hast. Wenn du aufwachst, merkst du, dass du hast in eine Versicherung eingezahlt, die schon lange geplatzt ist vor Jahrzehnten. Ja. Aber was mich interessiert, hast dich selbst ausgeschlossen, warst aber weiterhin verheiratet mit einer Schwester, hast zwei Kinder gehabt, ihr hattet einen gemeinsamen Zeugenfreundeskreis. Wie hat sich das denn entwickelt? Weil es ist ja immer wieder die Frage, Jehovas Zeugen zerreißen Familien, heißt es von außen immer. Und Jehovas Zeugen sagen, nein, 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 das tun wir nicht. Wir sind stabilisierend auf Familien, wirken wir ein mit unseren christlichen Glaubenssätzen und unsere Lehren und unsere Gemeinschaft zerreißt keine Familien, sie führen sie eher zusammen. Jetzt mal ganz praktisch, wie war das bei dir gewesen? Weil du warst jetzt ein Ausgeschlossener, deine Frau eine Schwester, zwei Kinder dazwischen, ein gemeinsamer ursprünglicher Freundeskreis. Wie sah das denn in der Praxis aus? Zerreißen Zeugenfamilien oder nicht? Also stabilisieren ist es definitiv nicht. Ja, definitiv nicht. Und die Regeln der Ächtung, die mehr oder weniger von der Organisation vorgegeben werden, man sagt so immer, ja, das ist die Entscheidung des Verkündigers, ob er jemanden ächtet oder nicht. In Wirklichkeit weiß man aber durch Kongressvideos und durch diverse Programmpunkte, die ja mittlerweile über das JW Broadcasting kommen, dass es nicht so ist. Ja. Es ist auch in Publikationen so drinnen, ja, dass man Familie und Freunde zu ächten hat. Ja. Es steht einfach drinnen, da können sie nicht aus. Aber ich weiß, dass es immer in öffentlicher oder von öffentlicher Seite immer anders gedreht wird, weil man dann eben sich immer sagt, naja, aber das entscheidet ja jeder einzelne Verkündiger, wie er mit dieser Situation umgeht. Dass dann ein Verkündiger, der dann trotzdem gemäß Ältestenbuch trotzdem mit einem ausgeschlossenen Kontakt hat, einen Komitee haben wird, ja, ist wieder ein komplett anderes Thema. Aber meine Erfahrung war, dass ich, muss ich sagen, sehr, sehr viele negative Erfahrungen, aber auch manche positive hatte. Also zum Beispiel von meiner Ex-Beziehung, meine Ex-Frau redet ganz normal mit mir, sie geht ganz normal mit mir um. Wir haben auch ein sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis. Ich sehe meine Kinder eigentlich fast jeden Tag. Ich verbringe auch sehr viel Zeit mit meinen Kindern. Wir haben mittlerweile auch so ein Arrangement getroffen, wo ich mehr oder weniger die Kinder nicht versuche, von der Versammlung wegzuziehen, weil es gibt ja diese Zoom-Meetings jetzt zweimal die Woche. Also ich bin da jetzt nicht jemand, der da dagegen arbeitet und die Kinder versucht, davon wegzubringen. Auf der anderen Seite habe ich auch unter Anführungszeichen die Möglichkeit, mit meinen Kindern Geburtstag zu feiern, mit meinen Kindern Weihnachten zu feiern. Das ist halt etwas, wo ich sage, die viele Zeit mit meinen Kindern plus diese Möglichkeiten habe ich halt wirklich die Chance, ihnen ein anderes Leben zu zeigen. Ja? Ihnen zu zeigen, dass es ohne Jehova auch schön oder noch schöner ist, weil man einfach viel freier ist und ein viel freieres Gedankengut hat. Das versuche ich Ihnen auch in Gesprächen sehr oft zu vermitteln. Ja. Also ich sage Ihnen sehr oft,
dass sie selbst für sich überprüfen müssen, ob das alles richtig ist oder nicht richtig ist, und dass sie auch gerne fragen können und dass sie auch die Möglichkeit haben, auch zur Mama einfach zu sagen, du, wo steht drinnen, dass Geburtstag schlecht ist? Wo steht drinnen, dass Weihnachten schlecht ist? Das steht ja nirgends drinnen, ja. Also ich versuche das mit meinen Kindern so zu machen. Ich muss auch zugeben, mit meiner Schwiegermutter oder Ex-Schwiegermutter habe ich auch ein sehr freundschaftliches Verhältnis, die mich ganz normal behandelt wie früher, begrüßt mich, Bussi, Umarmung und alles, also redet mit mir ganz normal. Also dahingehend habe ich sehr positive Erfahrungen gemacht. Der Mann zum Beispiel von meiner Ex-Schwiegermutter, der versucht mich so zu meiden, wie es nur geht. Also ich habe schon oft gemerkt, dass wenn er im Haus drüben ist, zu Hause ist, also bei meinen Kindern ist und ich fahre rüber, sobald ich bei der Tür reingeht, geht er, ja. Und von meinen Freunden und von meinem Freundeskreis, von meiner Tante und von meinem Onkel habe ich dieselben Erfahrungen, ja. Also mein Freundeskreis hat sich an dem Tag, wo es bekannt gegeben worden ist, komplett aufgelöst. Also ich habe wirklich nach 20 Jahren oder 21 Jahren Zeugen Jehovas Bubble mein komplettes soziales Umfeld verloren. Also da gibt es wirklich niemanden, der noch mit mir Kontakt hat. Ganz, ganz vereinzelt, das sind aber auch schon Leute, die so die sogenannten Pimos, ja, da gibt es vielleicht zwei, drei, die so in diesem Bereich unterwegs sind, die jetzt nicht mehr wirklich glauben, aber trotzdem noch irgendwie drinnen sind, wegen Familie und Kleine. Und die unterhalten sich normal mit mir. Ist jetzt aber auch jetzt nicht kein enger Kontakt, aber es ist halt ein Kontakt da. Aber die meisten, also fast, also eigentlich alle von meinen vergangenen Freunden, da ist überhaupt kein Kontakt mehr da. Ja. Auch seitens meiner Tante und meinem Onkel nicht. Also seitdem ich draußen bin, ist es komplett weg. Ja. Ich habe einen einzigen Freund damals gehabt, der mir die Möglichkeit gehabt hat, mich zu erklären. Ich habe ihm dann meine ganzen Gründe genannt, warum ich kein Zeuge mehr sein will. Ich habe über den Kindesmissbrauch gesprochen, der vertuscht wird und diverse andere Dinge. Er hat sich alles angehört. Das muss ich sagen, schätze ich sehr, dass er das getan hat. Ja. Er hat auch zu sehr vielen Stellung bezogen und hat dann halt am Ende, das war dann halt diese typische Aussage, was man halt auch von Zeugen kennt, ja, du pickst jetzt nur die negativen Dinge raus und du siehst die positiven nicht. Ja, weil es keine positiven gibt. Ja. Außer dem Lovebombing vielleicht, wo man sagt, die Menschen sind grundsätzlich sehr nett und sehr, sehr offen. Ja. Ansonsten gab es verschiedene Reaktionen, typische so statische Reaktionen. Ja, danke, dass du mich informiert hast. Du weißt, was das für Konsequenzen hat. Liebe Grüße, Name. Ja. Und dann gab es auch so eine andere Situation, wo dann einfach ein damaliger sehr, sehr guter Freund zu mir gesagt hat: Ja, du bist das volle Arschloch, dass du diese Entscheidung jetzt getroffen hast und du darfst dich jetzt mit mir so ungefähr, ich darf mich mit ihm noch einmal treffen, darf ihm das alles erklären bei einem Bier, aber dann nie wieder. Wo ich dann gesagt habe: Du, also wenn das sowas ist, dann brauche ich mich nicht erklären, ja, weil das ist es mir nicht wert, ja. Nur damit du dann sagen kannst, okay, du hast dir das jetzt angehört und hast dann noch ein Bier mit mir getrunken, dass ich mich verabschieden darf, das brauche ich auch nicht. Ja. Also da gab es wirklich ganz, ganz verschiedene Situationen. Und da ist dann bei mir auch, wie soll ich sagen, ich hege keinen Hass, keinen Groll. Ich bin diesen Freunden auch nicht böse, weil ich weiß, dass diese Entscheidungen, die sie treffen, eben mit mir keinen Kontakt mehr zu haben, dass diese Entscheidungen nicht von ihrem Naturell kommen, sondern dass diese Entscheidungen von der Organisation kommen und sie einfach da keine Möglichkeit haben, etwas anderes zu tun. Ja. Natürlich könnten sie könnten es heimlich machen, aber wir wissen eh grundsätzlich, wie das ist, ja, dass es nicht so einfach ist und dass es halt einfach dann bei denen wahrscheinlich ein schlechtes Gewissen hervorruft oder dergleichen. Ja. Aber deswegen, ich bin ihnen da nicht böse. Ich bin zwar menschlich enttäuscht, ja, aber böse bin ich ihnen deswegen nicht. Und es ist halt einfach nur, wie soll ich sagen, es ist halt einfach nur sehr traurig zu sehen, wie das menschlich abläuft, weil du, ich habe letztes Jahr na, vor 2 Jahren war das, 2000, vor 2 Jahren war das, ja, vor 2 Jahren war das, Entschuldigung, vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren habe ich einen relativ starken Unfall gehabt im Sommer, das war im Sommer 2020. Da bin ich mit meinem Motorrad gefahren und ich wurde mit 80 km/h von einem Auto komplett abgeschossen. Und ich habe das Oh gerade noch shit. überlebt. Ich war 3 Tage im Intensiv, also Okay. kollabierte Lunge, Milzriss und Scheiße. achtfacher Rippenbruch, Schlüsselbeinbruch, Schulterblattbruch. Also es war wirklich alles komplett kaputt. Und ich war 3 Tage lang auf der Intensivstation, wo sie nicht gewusst haben, ob ich es überlebe aufgrund der Atmung, weil die Lunge halt kollabiert ist. Und ich habe in dieser Zeit weder von einem Freund, noch von meinem Onkel, noch von meiner Tante bis heute einen Anruf bekommen, wo sie gesagt haben: Hey, wie geht's dir? Scheiße. Ja. Und das ist halt etwas, wo ich sage, da merkt man wirklich, wie die Menschlichkeit und das
Interesse einer Person, die man eigentlich vorher gern hatte, komplett flöten geht, ja, wenn so eine Organisation dahinter steht und den Leuten sagt, der ist ausgeschlossen, mit dem habt ihr keinen Kontakt mehr zu haben. Ja. Und besonders enttäuscht hat es mich natürlich von meiner Tante und von meinem Onkel auch. Ja. Ich habe zwar immer gehört, meine Mutter hat zwar gesagt, ja, sie haben bei mir angerufen, haben sich bei mir erkundigt, wie es dir geht. Und ich sage dir ganz ehrlich, das ist mir nichts wert. Das ist mir gar nichts wert. Ja. Also entweder willst du wissen, wie es mir geht und du fragst mich persönlich. Und wenn es nur eine Nachricht ist, ja, aber nichts, dass gar nichts kommt, das ist halt menschlich sehr, sehr enttäuschend. Da merkt man eigentlich, wie tiefgreifend diese Ächtungslehre dazu eigentlich was greift und wie sehr das Familien zerstören kann. Ich muss sagen, ich habe ein großes Glück, weil bei mir wirklich nur meine Oma und meine Tante und mein Onkel Familie Zeugen Jehovas waren. Das heißt, ich habe hier einen starken Rückhalt von meiner Mutter und von meinem Vater natürlich gehabt, ja, den ich sonst natürlich nicht gehabt hätte, weil ich kenne andere Beispiele, wo Mutter und Vater auch Zeugen sind und da läuft das Ganze ganz anders. Ich habe da einen großen Rückhalt gehabt, den viele vielleicht nicht genießen, aber grundsätzlich würde ich zu jedem Zeitpunkt zu 100% unterschreiben, dass diese Organisation keine Familienzusammenhalt fördert. Ganz im Gegenteil. Also sobald irgendeiner aus der Reihe tanzt, das Familiengefüge, Freundschaftsgefüge, Sozialgefüge, was man hat, weil man lebt ja in dieser Bubble, man hatte nur Freunde, die Zeugen Jehovas sind, weil es ihnen gesagt, schlechte Gesellschaft ist außerhalb und nur wir Zeugen sind gut. Dass sobald du eine Entscheidung triffst, was deinen Glauben betrifft, du einfach komplett abgemeldet bist, ja. Und es hat ja damit nichts zu tun, ja. Wenn ich heute sage, ich gehe von dieser Organisation weg, ich könnte trotzdem weiterhin, was ich jetzt nicht mehr tue, ich würde mich jetzt als Atheist oder Agnostiker bezeichnen, ja, was ich nicht mehr tue. Aber wenn du heute von dieser Religion weggehst, du könntest trotzdem weiterhin an Jehova oder an Gott glauben. Du könntest trotzdem weiterhin, weiß ich nicht, an die Bibel lesen, ja. Oder in meinem Fall, ich lese jetzt keine Bibel mehr und ich befasse mich auch nicht mehr mit Jehova, aber ich führe ein komplett normales Leben, ich nehme keine Drogen, ich rauche nicht, ich saufe nicht, ich hure nicht herum, nennen wir es jetzt mal so, ja. Also all das, was immer gesagt wird als Zeuge, als Nicht-Zeuge, dass du das alles tust, das tue ich nicht, ja. Das heißt, bei mir war es wirklich nur die Entscheidung, will ich ein Zeuge Jehovas sein oder nicht? Und diese Entscheidung wurde dann von mir halt getroffen. Nein, ich will es nicht mehr, aus besagten Gründen. Aber dass man einem Menschen aufgrund dieser Entscheidung dann sein komplettes soziales Umfeld wegnimmt, ja, und auch teilweise die Familie verliert, das ist halt die pure Realität. Das ist halt das, was diese Organisation tut. Es ist unglaublich verletzend, ja. Das tut so weh. Das ist immer die natürlichsten Bindungen, die man zwischen Menschen hat, komplett abgeschossen werden. Und wie gerade noch in deinem Fall, dass du mit dem Tod kämpfst und im Krankenhaus liegst nach dem Unfall, dass man da nicht mal mehr diesen Grundsatzrespekt oder Liebe hat und über seinen Schatten springt und sagt, na komm, ich rufe mal wenigstens an, sag hallo Mario, wie geht's dir? Alles okay? Ich habe das gehört. Weil das wäre ja, ich sag mal so, die Basics. Und ich frage mich dann immer, meine Herren, wenn Jehova ein liebevoller Vater ist, wie Jehovas Zeugen ihn gerne darstellen, der oben im Himmel der Liebe in Person ist, kann der dann nicht seine Diener dazu veranlassen, dass die über ihren Schatten springen und so wie beim verlorenen Sohn, der einfach nur Hunger hatte und zurückgegangen ist zu seinem Vater, zu sagen, komm, wie geht's dir, Junge, was ist mit dir? Und so menschliche Basics zeigen. Aber selbst diese menschlichen Basics werden völlig ausgetrieben, bis dahin, dass Mütter und Väter ihre eigenen Kinder wie tot betrachten. Und das ist etwas, was mir ganz wichtig ist, dass die Öffentlichkeit das erfährt, wie tief diese Indoktrination dieser Organisation geht, dass sie das Grundsätzlichste, das natürlichste Bindung, die es auf diesem Planeten gibt, zwischen Eltern und Kind, dass die zerschossen wird durch diese Glaubenslehre und dass das sogar noch als liebevoll belegt wird, dass das eine liebevolle Maßnahme ist, dass man ehemalige Mitglieder ächtet, diskriminiert und dem Hass halberlei aussetzt, weil, ich sage mal, Abtrünnige werden ja auch in der Literatur zu Genüge betitelt mit biblischen Schimpfwörtern an der Stelle. Und das ist wirklich, wirklich traurig. Ja, ich habe doch zwei Beispiele. Ich meine, ich kann mich erinnern, da war ich schon ausgeschlossen, da war ich jetzt auch schon, was jetzt die Beziehung betrifft, getrennt und so, ja. Aber ich kann mich an zwei Begebenheiten erinnern, da bin ich drüber ins Haus gefahren und da war damals meine Kinder, meine Ex-Frau hat und eine sehr, sehr gute Freundin von mir, ja, die aus Costa Rica war, mit ihrem Mann waren dort. Und ich habe mich mit der super verstanden, immer. Ja. Es war immer eine komplette Freundschaft des Verhältnisses, ein Verhältnis. Und ich bin dann ins Haus rübergefahren, weil ich die Kinder besucht habe. Ich habe auch nicht gewusst, dass die da sind. Ja.
Und das war im Sommer, ich kam in den Garten hinein, die sind alle draußen beim Garten im Café gesessen. Und ich komme rein, ich begrüße meine Ex-Frau und ich begrüße meine Kinder. Und die anderen zwei, also diese Schwester und ihr Mann, haben wieder Hallo gesagt, haben mich nicht mal angeschaut. Also das war einfach so, wie wenn ich gar nicht da wäre. Ja. Und die zweite Situation war dann auch, da habe ich meine Kinder zufällig in der Stadt getroffen, da war meine Ex-Frau mit einer Freundin unterwegs, auch mit einer Freundin, mit der ich mich sehr gut verstanden habe. Ja. Wir sind dann 5 Minuten in der Stadt, ich habe sie zufällig getroffen dort. Ja. Wir haben uns 5 Minuten, glaube ich, an der Straßenkreuzung gestanden, ich habe mit meinen Kindern geplaudert und währenddessen hat auch diese Schwester mit meinen Kindern gesprochen. Ja. Kein einziges Mal hat sie mich angeschaut, kein einziges Mal hat sie mich begrüßt, kein einziges Mal ein Wort gesagt, gar nichts. Also wie wenn ich nicht da wäre. Ja. Und das war dann, da sieht man eigentlich, was das tut, dass Menschen nicht einmal den Anstand besitzen, einfach nur Hallo zu sagen. Ja. Und das war für mich dann damals der Punkt, wo ich dann zu meiner Ex-Frau gesagt habe, ich habe gesagt, egal wo wir uns sehen und egal wer da ist, ob das jetzt eine Schwester, ein Bruder ist, wurscht, wer das ist. Ja. Ich habe gesagt, ob das jetzt im Haus ist, ob das auf der Straße ist, ob das in einem Park ist, egal wo. Die Menschen, die dort sind, die mit euch unterwegs sind und wenn ich dort auftauche, dann haben mich diese Menschen zu grüßen. Und wenn mich diese Menschen nicht begrüßen, dann werde ich auf sie zugehen und dann werde ich sie in einer unangenehmen Situation befinden, weil ich habe keine Lust mehr, nach diesen Regeln zu spielen. Ich falle nicht nur unter die Regeln der Zeugen Jehovas, ich falle nicht nur unter die Regeln der Organisation. Ich habe keinen Grund, warum ich mich jetzt zurückhalten sollte, mit diesen Menschen zu reden oder nicht zu reden. Und wenn sie nicht den Anstand besitzen, dass sie mich zumindest begrüßen, zumindest wahrnehmen, hey, okay, du bist jetzt da, ja, ich muss mit ihnen kein Gespräch führen, das muss ich nicht, ja, es ist mir eh wurscht, egal. Aber dann, sie haben zumindest das zu respektieren, dass ich da bin, ja. Und das habe ich klipp und klar gesagt und das halte ich auch derzeit so. Also wenn irgendwer kommt, der Zeuge ist und der begrüßt mich, dann gehe ich dorthin und begrüße diese Menschen steinhart, weil ich keinen Grund habe, mich da unter diese Regeln fallen zu lassen, ja, also oder fügen zu lassen, ja, das entspricht nicht meinem Naturell und das lasse ich auch nicht zu. Ich weiß, dass es sehr viele Ex-Zeugen gibt, die das anders halten, die dann immer das Gefühl haben, sie müssen jetzt auf die Straßenseite wechseln auf eine andere oder dürfen jetzt nichts sagen und müssen sich da jetzt verstecken und keine Ahnung. Nein, nicht mit mir. Also ich lasse es nicht zu, dass diese Regeln von dieser Organisation auf mich immer noch wirken, obwohl ich gar nichts mehr damit zu tun habe. Ja. Ganz Und das kann ich genau. wirklich nur, das kann ich wirklich, wirklich nur jedem empfehlen, weil warum sollen wir nach Regeln spielen, die uns nicht mehr betreffen? Warum sollen wir nach Regeln spielen, die mit unserem Leben nichts mehr zu tun haben? Ja? Und ich denke, es ist auch wichtig für diese Menschen zu sehen, hey, dieser Mensch ist nicht böse, dieser Mensch ist kein was auch immer, was auch immer bezeichnet, geisteskrank oder sonstiger, sondern er verhält sich komplett normal mir gegenüber, ja? Auch wenn ich ihn ächte. Ja? Und ich glaube, dass das auch eine sehr, sehr wichtige Botschaft ist, die wir schicken sollten, oder senden sollten. Ja. Das stimmt, weil viele ehemalige Jehovas Zeugen, egal ob sie jetzt ausgetreten sind, freiwillig oder ob sie ausgetreten wurden, haben jahrzehntelang noch ein schlechtes Gewissen, bekomme ich immer wieder mit, weil sie das Gefühl haben, dass das eine biblische Lehre ist, dieses Ächten. Ja, weil sie glauben, dass das Jehovas Wille ist und dass sie die Bösen sind an der Stelle. Aber wenn wir mal auf die ganzen Menschenrechtskonventionen schauen, und wenn wir mal wirklich in die Bibel reinschauen, wovon ehemaligen christlichen Mitgliedern gesprochen wird, ist es in 70% der Fall meines Wissens nach bisher vom Studium her, bezieht es sich immer auf den Antichristen. Ja, das, was Paulus sagte. Und es ist dann so traurig, dass diese Menschen so viel Angst haben und sich schämen, wie du sagtest, die die Straßenseite wechseln, obwohl sie, ob wir bewusst oder unbewusst, in Anführungsstrichen nur einen Wechsel der Weltanschauung vorgenommen haben für sich. Und wer sich menschlich falsch verhält, nach allen Regeln der Kunst, sind die bestehenden Mitglieder dieser Organisation und die durch ihr Verhalten auch noch glauben, ich mache etwas Liebevolles. Also das ist wirklich verrückt. Ja? Sie machen etwas menschlich völlig Falsches, wie ich finde, aber haben das für sich als richtig gespeichert. Das ist so verdreht und so schade, weil dadurch, wie du sagtest, so viel Schmerz und Trauer in die Menschheit mit reinkommt. Und man sehr viel Kraft aufbringen muss, sich dem gegenüberzustellen und sagen, nein, das ist nicht so, das ist nicht richtig. Diesen Basic, jemanden respektvoll zu grüßen, dem man begegnet, dem muss man jedem Menschen gegenüber haben, egal welcher Nation, egal welcher Religion. Und das ist echt eklig, was da passiert, wie ich finde. Das Was ich, ja, sag. ist halt auch diese kognitive Dissonanz, die da halt reinspielt. Ja? Wenn Genau. du als Mensch, wenn du als Mensch weißt, dass dieses Verhalten falsch ist, und das weiß jeder,
dass das Ächten oder dass jemanden nichts grüßen, jemanden, mit jemandem keinen Kontakt zu haben, den man vorher gern gehabt hat, ja, dass man, wenn man diesen Menschen jetzt so behandelt, weiß man menschlich, dass es falsch ist. Aber dadurch, dass diese Dissonanz im Kopf herrscht und dadurch, dass man ja diesen Bibelwissen oder Organisationsregeln da gerecht werden muss, muss man sich das natürlich dann irgendwie schönreden, ja, und dann sagen, ah ja, es ist eine liebevolle Vorkehrung, ja. Und das ist halt genau das, was du gerade gesagt hast. Das führt halt dazu, dass diese Menschen sich so sehr im Kopf einreden, dass das natürlich ist, dass das von Jehova gewollt ist, dass es liebevoll ist und dass es ja eigentlich nur zeigt, dass wir dich schätzen und als Mensch gerne, weil wir wollen ja, dass du wieder zurückkommst, übersehen aber dabei oder spüren es nicht mal im Herzen, dass das, was sie eigentlich tun, genau das Gegenteil ist, ja. Ganz, ganz genau. Was ich aber sehr schön finde an deiner Geschichte, dass ihr das hinbekommen habt, du und deine Ex-Frau, ein Arrangement zu finden, dass kein Rosenkrieg augenscheinlich stattgefunden hat, weil das ganz Gefährliche dazwischen ist ja immer, wenn eine Familie innerhalb einer Religion ist oder innerhalb einer Sekte, die solche krassen Regeln hat, ja, und einer der Partner die Weltanschauung wechselt, da sind ja noch unschuldige Kinder dazwischen. Und dass das Kindeswohl dieser kleinen Menschen dadurch gefährdet wird, weil sie eigentlich zerrissen werden zwischen den Eltern und jeder versucht, an seiner Seite zu ziehen und den anderen Partner schlecht zu machen. Aber so wie ich das mitkriege, habt ihr das ganz gut arrangieren können, dass die Kinder, ich sag mal, in beide Welten reinschnuppern dürfen und sich später hoffentlich ihre eigene freie Entscheidung treffen können. Ja. Ich muss natürlich dazu sagen, dass sicherlich die Religion dazu beigetragen hat, zu einem großen Teil natürlich dazu beigetragen hat, dass für mich auch das Beziehungsende dann für mich ganz klar war. Ja. Weil in der letzten Zeit, ab dem Zeitpunkt, wo ich mich ausschließen habe lassen, war es auch so, dass meine Frau ja nirgendwo hinfahren konnte mit mir. Das heißt, sämtliche sozialen Kontakte waren dann immer darauf beschränkt, dass ich nicht dabei war. Es wurden Leute zu uns ins Haus nur eingeladen, wenn ich in der Arbeit war. Das heißt, das war dann meistens Donnerstag, Freitag so, wo ich nicht da war. Samstag, Sonntag kam dann niemand, weil es natürlich nicht gegangen ist. Ja. Also das hat so einen massiven Impact auf dein Sozialleben, dass eine normale Beziehung ja im Prinzip gar nicht mehr möglich ist. Wenn du dich mit deinen Freunden nicht mehr treffen kannst, ja, als Partner oder als Paar mit den Kindern, ja, mit denen du vorher dein ganzes Leben geführt hast, die du regelmäßig getroffen hast, mit denen du regelmäßig Zeit verbracht hast, auf Urlaub warst und dergleichen, ja, das alles nicht mehr kannst, das hat natürlich einen massiven Impact auf die Beziehung auch, ja. Da ist jetzt vielleicht das Ächten, da gehört das Ächten natürlich dazu, weil das dazu führt, dass du eben all dieses Sozialleben nicht mehr leben kannst. Das ist einfach kein normales Gefüge mehr da, ja. Und was du mit den Kindern angesprochen hast, ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich meine, es ist zwar für mich auch nicht leicht, weil ich natürlich schon merke, und weiß, dass meine Kinder mit dieser Lehre aufwachsen, ja, ist für mich immer ein Kampf, weil ich halt schon merke, dass bei verschiedenen Themen es immer schwierig ist für meine Kinder da zu wissen, was eigentlich Sache ist. Ja. Es ist für sie immer so ein bisschen so ein Konflikt. Es ist immer so vor, zum Beispiel jetzt bei Weihnachten zum Beispiel, vor dem Weihnachtsfest, ist immer dieses, sie freuen sich schon total und sie sagen, welche Geschenke sie wollen und sind komplett euphorisch. Wenn es dann kurz davor ist, dann sind sie in diesem Konflikt so, sollen wir jetzt wirklich, weil enttäuschen wir vielleicht die Mami, dafür machen wir den Papi glücklich. Dann kam schon einmal die Meldung, naja, aber wir können ja die Geschenke nicht auspacken, wir können sie mit nach Hause nehmen, zu Hause auspacken. Im Endeffekt, sobald sie die Geschenke gesehen haben, haben sie sowieso hart aufgerissen. Ja? Also da war dann dieses Ganze wieder weg und diese Freude wieder da. Aber es gibt halt so Momente, wie das letzte Mal hat mich meine Kleine darauf angesprochen und hat gesagt, Papa, Ich bin verwirrt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, was meinst du bist verwirrt? Dann hat sie zu mir gesagt, ja, weißt du, die Mami sagt das und du sagst das und ich weiß nicht, was ich glauben soll. Und ich habe dann zu meiner Tochter gesagt, ich habe gesagt, weißt du, Ilana, ich gebe dir einen guten Rat. Ich habe gesagt, glaub nicht, was der Papa sagt und glaub auch nicht, was die Mama sagt, sage ich. Du bist jetzt in einem Alter, wo es für dich schwierig ist, das zu überprüfen. Sie wird jetzt erst 7, wo es für dich schwierig ist, sowas zu überprüfen, ist es wirklich so oder nicht? Du kannst dich derzeit nur auf das Wort von Papa und Mama verlassen, sage ich. Aber du wirst in ein Alter kommen, wo du dann für dich selber überprüfen kannst, ob das alles wirklich stimmt. Ja? Und du kannst wirklich frei zu mir kommen, zu jeder Zeit. Du kannst auch zu uns beiden gemeinsam kommen, wenn du irgendwas wissen willst, wo du unsere beider Meinung haben willst und kannst uns fragen. Ja? Und ich versuche halt diese Konflikte mit meinen Kindern mehr oder weniger so zu lösen. Ja? Also ich
Ich sage nie, dass die Organisation der Zeugen Jehovas schlecht ist. Ich sage nie, dass die Zeugen Jehovas einen Blödsinn reden. Ja, ich sage nie, dass das alles falsch ist, sondern ich sage ihnen einfach, schau, das ist die Situation. So steht es drinnen, so schaut es aus. Ja. Und ihr müsst es für euch selber dann irgendwann einmal zu dem Punkt gelangen, wo ihr das für euch überprüft. Ich habe gesagt, ihr müsst einfach alles überprüfen. Hinterfragt alles, überprüft alles. Ich habe zumindest das Glück, dass meine Kinder in eine Montessori-Schule gehen, in eine freie Schule gehen, wo sie mehr oder weniger so aufwachsen, dass sie frei für sich entscheiden, was will ich lernen, was will ich tun, was interessiert mich, was mache ich. Sie werden auch von den Pädagogen dazu getrieben, diesen freien Gedanken zu haben, weißt du, dass sie halt für sich selbst alles sich selbst erarbeiten und nicht einfach alles irgendwo vorgetragen bekommen und sie dann schlucken müssen. Ja? Und das muss ich sagen, das spielt mir auch ziemlich, ziemlich in die Karten, weil ich halt einfach merke, dass meine Kinder da auch im Kopf sehr, sehr frei sind. Ja? Und ich hoffe halt, dass das gemeinsam, dieses Gesamtpaket hier irgendwie dann ja den Einfluss auf sie haben wird, der notwendig ist, dass sie halt einfach dann sagen können, ja, ich habe zwar jetzt das alles von Mami gehört oder von der Oma gehört, aber Papa lebt so und Papa geht's gut und Papa lebt frei und muss sich da nicht an irgendwelche Lehren halten oder an irgendwelche Regeln halten und das ist der Weg, den ich auch gehen will, ja. Ich denke, das, was du einen großen Vorteil hast, und ich kann da von mir aus sprechen, bei mir war es leider in meiner Kindheit genau der Gegenteil der Fall, ist der Punkt der Entfremdung. Ne? Wenn Eltern sich trennen an der Stelle und einer noch in diesem Glauben verhaftet ist und der andere halt nicht, dann findet oft eine Entfremdung statt. Die Kinder sind ja häufig vom Sorgerecht her bei der Mutter an der Stelle und dann findet eine Entfremdung dem Vater gegenüber statt. Und gerade für Mädchen, ich habe das beobachtet bei meiner großen Schwester, ist das desaströs, wenn diese Entfremdung vom Vater stattfindet, weil der Vater ist ja, ich empfinde es so, oder so sollte es vielleicht sein, die erste große Liebe eines Mädchens, wo sie eine Beziehung aufbaut zum anderen Geschlecht und wo sie sehr viel innere Stärke und Stabilität rausziehen kann. Und wenn das nicht vorhanden ist, weil halt eine religiöse Trennung hier drin ist oder weil die Eltern das emotional nicht hinbekommen, sich auf ein Niveau zu geben, dass die Kinder entspannt zwischen den Eltern auch sein können, auch wenn die Eltern nicht mehr zusammen sind, dann ist das ganz, ganz schwierig. Aber wenn ihr beide das hinbekommt, du und deine Ex-Frau, dass die Kinder sowohl bei dir deinen Einfluss haben dürfen als auch den ihrigen, dann mag das gesünder sein als das, was ich bisher beobachtet habe, weil diese Entfremdung ist wirklich, wirklich schlimm. Und da haben auch, glaube ich, Behörden ziemlich Angst, was Jehovas Zeugen anbelangt, dass das Kindeswohl bedingt durch Entfremdung, ich sage es nochmal, sehr stark gestört wird. Ja, na, Ja. ich kenn sehr viele andere Fälle. Also ich muss wirklich sagen, ich bin froh, dass es bei mir so läuft, wie es läuft. Ich bin auch sehr, sehr glücklich darüber und sehr, sehr dankbar darüber. Ich weiß, dass es wahrscheinlich im Großteil der Situationen nicht so läuft. Ja. Also deswegen kann ich nur sagen, ich bin dankbar dafür. Und auch wenn meine Ex-Frau hier Zeugin Jehovas ist, finde ich, ist es trotzdem von ihr toll, dass sie halt mit mir diesen Weg so geht. Ja. Ich habe von Anfang an gesagt, egal was wir für Probleme hatten, egal was wir für Probleme haben oder was bei uns jetzt der Grund war für die Trennung oder dergleichen. Ich könnte nie etwas, irgendwas Schlechtes über sie sagen und ich hab von Anfang an gesagt, weißt du, unsere Probleme haben mit den Kindern nichts zu tun. Ja. Und die sollten sich auf die Kinder nicht auswirken und die sollten auch keinen Einfluss auf die Kinder haben. Und mir sind meine Kinder extremst wichtig. Ich liebe meine Kinder über alles und ich werde immer für sie da sein und ich werde diese Zeit auch so gut wie möglich nutzen, um für sie einfach hier eine wichtige Stütze sein, um ihnen ein anderes Leben zu zeigen, ja. Was sie sich dann im Endeffekt für sich überlegen, was sie im Endeffekt dann entscheiden, darauf habe ich dann im Endeffekt eh keinen Einfluss mehr drauf, ja. Aber ich weiß zumindest, dass ich jetzt versuche, das Beste zu tun, damit sie sehen, es geht auch ohne, ja. Und dass sie halt hoffentlich diese Freiheit in ihrem Leben erleben können, die ich ihnen wünsche, ja. Also Und wird da das. vor allem aber, dass sie auch so aufwachsen können, dass sie erstens keine Angst haben müssen, auch dass sie, wie soll ich sagen, dass sie nicht irgendwann mit dieser Situation konfrontiert sind, gehe ich jetzt einen anderen Weg, dann sind meine Freunde alle weg. Ja? Sondern dass sie haben jetzt sehr viele Freunde, die natürlich Kinder sind von Zeugen Jehovas sind. Ja? Aber ich versuche auch, diese Balance zu halten, dass sie sich auch mit anderen Kindern treffen, dass sie auch andere Kinder kennenlernen und dass sie auch mit anderen Kindern Kontakt haben, dass sie halt einfach immer diesen Kontrast, weißt du, diesen Kontrast sehen und immer schon merken, hey, das ist nicht so. Ist aber auch genauso schön oder vielleicht sogar schöner, weil ich da ein anderer Zugang einfach da ist, weißt du? Und wenn sagen wir was oft zum Beispiel, ich nehme es jetzt mal als typisches Beispiel, der Harry Potter so verteufelt wird, ja, ganz, ganz böse, Harry Potter darf man sich ja nicht anschauen und Geister und keine Ahnung.
Da merken meine Kinder jetzt auch bei anderen Kindern, die keine Zeugen Jehovas sind, die sich Harry Potter schon angeschaut haben. Ob das jetzt gesund ist oder nicht, mit 6 Jahren alle Harry Potter zu sehen, ist ein anderes Thema, ja. Aber man merkt halt einfach, diese Kinder sind auch liebe Kinder und gute Kinder, obwohl sie sich mit diesen Dingen befassen. Und ich finde halt, dass dieser Kontrast für die Kinder sehr, sehr, sehr wichtig ist, ja. Ich finde das Beispiel witzig, dass du das gesagt hast, weil das bei mir immer eine Thematik war. Ich fand Harry Potter schon immer interessant, habe mir das aber nie erlaubt und habe mir jetzt im letzten Jahr erlaubt, ich habe alle 7 Harry Potter Bücher gelesen und habe mir gedacht, okay, wenn das jetzt so dämonisch ist oder irgendwas, dann muss man doch was spüren, muss man doch was wahrnehmen. Und es ist absoluter Unfug. Also die Geschichten sind Wahnsinn. Die Frau hat eine Ausdrucksgabe, die diese Bücher geschrieben hat. Also ich habe erst mal das Buch gelesen und dann haben wir den Film geguckt. Ich kann nur empfehlen, Leute, lest die Bücher, vergesst das Buch, vergesst die Filme, lest die Bücher, weil das ist der Wahnsinn gewesen. Die Frau kann sich ausdrücken, diese Autorin, unglaublich. Und es kommt kein Dämon vorbei. Es ist einfach eine wunderbare Geschichte, die diese Frau aufgezeichnet hat und die, wo man unglaublich viel daraus lernen kann. Meiner Meinung nach, da kann man da sogar noch mehr daraus lernen, wenn man in der Tiefe das betrachten würde, wie aus der christlichen Lehre in gewissen Bereichen, weil da sehr viele Gedanken, sehr viele Problematiken zwischen menschlich, gesellschaftstechnisch drin verarbeitet sind, aber in einer wunderschönen Fantasiegeschichte. Von daher, dieses Experiment habe ich mir auch schon angetan und es ist einfach nur witzig und es war eine schöne Zeit, diese Bücher zu Ja, lesen. das bringt doch weißt du, so Erinnerungen zurück. Ich kann mich noch erinnern, Harry Potter ist ja immer extremst verteufelt worden in Versammlungen und jedes Mal, wenn es da irgendwie um Spiritismus kam, war immer Harry Potter immer das Thema Nummer eins, weißt du? Aber ich habe das damals immer so konträr gefunden, weißt du, weil ich Älteste auf der Bühne gesehen habe bei uns in der Versammlung, die gesagt haben, ah, der Harry Potter und das kann man sich nicht anschauen und da muss man aufpassen und Geister und Herr der Ringe und diese ganzen Dinge, ja. Das waren aber lustigerweise genau dieselben, die sich zum Beispiel im Kino jeden James Bond Film angeschaut haben, wo ich gesagt habe, der bringt in 30 Minuten 200 Menschen um, Ja, ja. das geht ja Das ist okay. wieder. Aber das ist okay. Aber wenn der Harry Potter mit seinem Besen irgendwo rumfliegt, ja, dann ist das jetzt auf einmal ganz, ganz böse und ganz, ganz dämonisch. Da haben wir auch dann gedacht, hey, da stimmt ja irgendwas nicht, das passt ja nicht, ja. Ich kann nicht auf der einen Seite das tun. Also entweder bin ich full Jehovah's Witness oder 100% Zeuge, aber ich bin es nicht. Aber ich kann nicht jetzt so diese, naja, ich entscheide das jetzt so nach mir. So, der James Bond ist okay, Alien ist auch okay und das ist okay, aber der Harry Potter geht halt nicht. Ja. Weil im Prinzip müsste ich davon sagen, Jehova hasst Gewalt, Jehova hasst Geister, keine Ahnung, wurscht jetzt. Dann fällt da alles hinein, aber nicht mir eines rauspicken, was mir gerade, vielleicht weil mich das jetzt gerade nicht interessiert und somit sage ich, das ist okay, das ist nicht okay, aber das andere schaue ich mir halt schon an, oder das andere höre ich mir halt schon an, weil das geht schon irgendwie, weißt du? Das ist auch halt das, wo ich mir immer gedacht habe. Also entweder ja oder nein, entweder warm oder kalt, aber. Ich glaube, das ist die Angst vor dem Unbekannten einfach, weil dieses ganze spiritistische Zaubergeschichte, das kann man halt irgendwie bisher physisch nicht erklären. Ich sage mal, eine Kugel, die bei James Bond durch die Gegend fliegt, das sind einfach physikalische Gesetze, die wir berechnen können. Aber wenn jetzt ein Harry Potter seinen Zauberstab schwingt und dort irgendwas macht, das könnte man sich jetzt nicht erklären, die Auswirkungen, die Ja. es hat. Und ich glaube, das ist einfach die Furcht vor dem Unbekannten, die da irgendwie mitschwingt und dass man dann lieber sagt, na, da lassen wir die Finger von weg, das lassen wir mal mystisch, weil sonst könnte der Satan oder die Dämonen doch Gefallen daran finden und uns wegziehen. Also sehe ich das jetzt richtig? Du bist im Grunde genommen 20 Jahre ohne Jehovas Zeugen groß geworden, dann warst du fast 20 Jahre lang in dieser Sekte verankert, ja, hast eine Ehe geführt, hast 2 Kinder mit deiner damaligen Frau in diese Welt gesetzt und bist jetzt einige Jahre raus. Wenn du jetzt zurückblickst, wie soll ich das sagen, welches Fazit kannst du ziehen oder welchen Rat würdest du jemandem geben, der da draußen ist und sagt, boah, Jehovas Zeugen sind doch so lieb, gerade das, was du beschreibst mit diesem Lovebombing. Man bekommt so viel Liebe, es ist alles so herzlich, eine weltweite Bruderschaft, ein Paradies, ewig leben in der Zukunft. Und jetzt führe ich doch eh the best life ever, ne? Das, was versprochen wird. Du hast beide Welten gesehen. Warst sowohl nicht bei Jehovas Zeugen, dann warst du bei Jehovas Zeugen und hast dich entschieden, wieder rauszugehen. Ja. Was ist dein Fazit, dein Resümee? Was würdest du so jemandem sagen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde die letzten 20 Jahre jetzt, oder ein bisschen mehr als 20 Jahre, die ich da jetzt drin war, jetzt nicht zu 100% verteufeln. Ich will das jetzt auch gar nicht schlecht machen, weil im Prinzip hat mich jetzt auch der Einfluss dieser Organisation in diesen 20 Jahren
auch zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Ja? Und ich kann Bin heute ich. sehr, sehr viele Dinge sehen und erkennen, was es zum Beispiel Manipulation betrifft, Indoktrination betrifft und diese Dinge. Ich kann heute mit sehr vielen Dingen, habe ich einfach eine Ahnung, ein Gefühl, was ich ohne diesen Ganzen nicht hätte. Ja? Ich habe auch schon mit vielen Menschen gesprochen, vielen Menschen auch geholfen. Ich bin auch bei der Sektenstelle registriert als Kontaktperson in Wien, falls jemand von Zeugen Jehovas Ah, anschlagt interessant. und dergleichen. Also ich habe auch schon Gespräche mit Menschen geführt, die von dort zu mir gekommen sind und so. Also, aber wenn ich es jetzt zur Revue passieren lassen muss ich schon eines sagen. Obwohl ich jetzt zurückblickend auf diese Zeit jetzt nicht alles schlecht machen kann, obwohl ich die Zeit mit meinen Freunden genossen habe, obwohl ich auch jetzt in der Versammlung niemandem etwas Schlechtes, über irgendetwas Schlechtes sagen könnte, weil diese Menschen handeln alle durch diese Indoktrination und Manipulation aus ihrem Herzen und wollen dir ja nur was Gutes. Ja? Deswegen, jeder Zeuge Jehovas, der bei dir an der Tür klopft, der glaubt wirklich, er rettet dir das Leben. Ja? Und der kann Das nichts dafür, stimmt. dass diese Organisation ihn dafür missbraucht. Ja? Aber Revue passierend muss ich schon ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt draußen seit 3 Jahren und 3,5 fast Jahren. Und was du nach dem Ausstieg, und deswegen kann ich es jedem nur empfehlen, der seine Zweifel hat, der seine Gedanken hat, ist es wirklich die Wahrheit, ist es nicht. Du brauchst vor der Welt keine Angst haben. Du brauchst auch keine Angst davor haben, dass du vielleicht in dem Augenblick dann auf einmal alleine dastehst, weil du bist nicht alleine. Es gibt so viele Menschen, die denselben Weg gegangen sind. Ich habe zum Beispiel mein bester Freund jetzt zum Beispiel, das war einer, den kenne ich jetzt mittlerweile, glaube ich, seit 10 Jahren, aber ich habe nie mit ihm wirklich viel Kontakt gehabt, weil er vor 6 Jahren, glaube ich, hat aufgehört, in die Versammlung zu gehen. Und der ist jetzt ein Jahr nach mir ausgestiegen. Ja. Und uns verbindet einfach so extremst viel. Es gibt so viele Menschen, mit denen man wieder Kontakt haben kann und Kontakt knüpfen kann, die einen da begleiten und für einen da sind, dass man davor keine Angst haben muss. Ja. Und jetzt rückwirkend, jetzt sind jetzt 3 Jahre vergangen. Ich hatte das Glück, dass ich nicht darin aufgewachsen bin. Ich kenne sehr viele Menschen, denen zeigen, was die als Kinder mehr oder weniger da reingeboren worden sind und aufgewachsen sind, auch über Generationen vielleicht. Und ich merke, dass es diesen Menschen in den meisten Fällen psychologisch wesentlich schlechter geht wie mir. Also ich muss sagen, ich denke zum Beispiel, ich habe derzeit keinen Gedanken mehr über Hamageddon und dass ich vielleicht sterben werde, Paradies, keine Ahnung. Also das ist alles bei mir komplett, wie wenn du sagst, es hat nie existiert. Ja? Ich habe da jetzt keine Panikattacken, keine Angststörungen, gar nichts. Es ist wie wenn du sagst, es ist ausradiert. Ja? Aber was ich schon sagen muss, ist, dass in diesen 20 Jahren mir meine eigentliche Persönlichkeit genommen worden ist. Ja? Dass in diesen 20 Jahren in meinem Leben sich schon sehr, sehr viel verändert hat. Ja? Also, was ich vorhin kurz angesprochen habe, das ist, du hast ein vermindertes Selbstwertgefühl. Du hast so das Gefühl, dass du, weiß ich nicht, keine Entscheidungen treffen kannst. Du hast das Gefühl, ständig unehrlich sein zu müssen, weil niemand die Wahrheit verträgt, ja? Weil du sie als Zeuge Jehovas nie aussprechen darfst. Weil sobald du eine Wahrheit aussprichst, die nicht dem Bild des Zeugen entspricht, dann wirst du gemeldet, hast ein Problem, hast ein Komitee, bist ein schlechter Bruder, ein schlechter Einfluss und sonst irgendetwas. Ja? Und in diesen 3 Jahren, seitdem ich jetzt draußen bin, habe ich schon für mich feststellen müssen, dass all diese Dinge, was die Zeugen Jehovas immer da, die neue Persönlichkeit, was ja eigentlich nur eine Sektenpersönlichkeit ist und nichts anderes, ja? Dass diese neue Persönlichkeit, die man hier angezogen hat, einfach nur, weiß ich nicht, einfach nur etwas ist, was den Menschen, der du wirklich bist, komplett verbirgt. Ja? Und der einfach dann nur mehr innen existiert, in dir. Und du ein Leben führen musst, ein Doppelleben führen musst, in Lüge, in Unehrlichkeit und halt Dinge wie Selbstbewusstsein, Selbstwert, diese Dinge einfach nicht entwickeln kannst. Ja? Weil die komplett unterdrückt werden. Ja? Und ich muss sagen, jetzt sind jetzt 3 Jahre vergangen und ich muss sagen, ich fange wirklich jetzt an, mich wirklich zu spüren. Ja. Ich fange wirklich an zu merken, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich, was will ich im Leben, was gefällt mir, was macht mir Spaß. Ich muss niemanden mehr belügen, ich muss niemanden mehr etwas vormachen, ich muss nie mehr etwas sein, was ich nicht bin, ja. Sondern es kommt dieser ganze Mensch, der ich früher mal war, der jetzt 20 Jahre lang versteckt war, einfach wieder zum Vorschein. Und ich habe angefangen, diesen Menschen zu akzeptieren mit all seinen Fehlern, mit all seinen schönen Dingen. Ich
habe begonnen jetzt auch, ich bin einfach jetzt in jeder Hinsicht, egal ob es jetzt mit Freunden ist, mit meinen Eltern ist, es gibt einfach nichts mehr, wo ich sage, ich muss jetzt was verheimlichen, ich muss jetzt was lügen, ich muss jetzt etwas tun, nur damit ich jetzt irgendwas verstecke oder verberge. Ich bin einfach jetzt in einer Situation, wo ich einfach für mich selber einfach 100% ich und ehrlich sein kann. Und ich brauche da, weiß ich sagen, keine Angst mehr zu haben, dass mich da jetzt jemand sieht oder irgendetwas tut oder dann ich wieder in einer Situation bin, weißt du. Und ich sage, bei all der Liebe, bei all dem Lovebombing, bei all dem, was einem vielleicht diese Organisation bieten kann, es ist nichts im Vergleich. Es ist nichts im Vergleich zu der Freiheit, zu dem Gefühl, dass man wieder zu sich selbst stehen kann und wieder zu seiner Persönlichkeit stehen kann und zu seinem Selbst, zu seinem Ich als Mensch stehen kann, als was dir diese Organisation je durch irgendeine Hoffnung bieten kann, die sich sowieso nicht erfüllen kann. Ja. Wir wissen mittlerweile, dass diese ganze Paradiesgeschichte eine Fantasie ist, dass das den Menschen mehr oder weniger aufgedrückt wird, um die Menschen da in die Hoffnung zu belassen. Mhm. Ich habe das bei meiner Oma damals gesehen. Die einzige Hoffnung meiner Oma war das Paradies. Und ich hätte doch diesen Glauben nie wieder nehmen wollen, weil sie ist mit 94 gestorben, mit fast 94. Und einer Frau mit 85 oder keine Ahnung, diesen Glauben zu nehmen, ist, glaube ich, barbarischer, wie sie in diesem Glauben zu lassen. Ja. Und ich weiß aber heute, so schön dieser Gedanke war und so toll das auch war und so sehr man sich da irgendwie so als Elite fühlt und als privilegiert fühlt und so sehr einem auch diese ganzen Menschen der Versammlung die Liebe zeigen und sowas ähnliches, all diese Dinge zerplatzen wie ein Ballon, sobald man einmal das Ganze wirklich kritisch hinterfragt oder hinterfragt und einmal eine andere Entscheidung trifft. Und trotz allem, und eben weil genau diese Sache so fragil ist, ja, und so wenig wirklich Standhaftigkeit besitzt, ja, also das ist eine Welt, die von einem Augenblick auf den anderen einfach komplett verschwinden kann. Aber Freundschaften und Beziehungen und Menschen, die nicht da drinnen sind, die einem so akzeptieren, wie man ist, die einem mit sämtlichen Fehlern, sexuellen Vorlieben, Glaubensansichten, politische Einstellung, keine Ahnung, die einen einfach so akzeptiert, wie man ist. Sowas gibt es in keiner Versammlung. Sowas gibt es halt nur in der Welt. Ja? Und das ist halt etwas, wo ich sage, also bei aller Liebe, bei allem, wo ich sagen kann, ich kann eigentlich nichts jetzt in Anführungszeichen Negatives über die Menschen sagen, über meine damaligen Freunde. Aber alles, was ich jetzt in meinem Leben erlebe, seit 3 Jahren, ist 100% ehrlicher, 100% schöner, 100% freier. Und ich kann wirklich jedem Menschen empfehlen, überprüft euren Glauben, traut euch raus, traut euch den Weg zu gehen, weil das Einzige, was ihr erleben werdet, ist euch selbst wieder zu finden, euch selbst wieder zu spüren, euch selbst wieder kennenzulernen und eine Welt zu erleben, die ihr eigentlich schon lange erleben solltet. Es ist interessant, wie du das sagst, weil das ist das, was alle ehemaligen Jehovas Zeugen oder Leute, die in Zweifel kommen, 2 Punkte, die sie immer wieder berichten. Einmal, dass die Liebe, dieses Lovebombing, keine selbstlose Liebe ist, die man dort erfahren hat, sondern dass die immer verknüpft war mit der Zugehörigkeit an diese Organisation. Ja? Und das Zweite ist, dass sie erfahren haben, dass das, was in der Bibel immer wieder gelehrt wird oder was Jehovas Zeugen so hervorkehren, dass die ganze Welt in der Macht dessen liegt, der böse ist, dass man, wenn man rausgeht aus dieser Organisation, im Grunde genommen freiwillig für den Teufel wäre und an jeder nächsten Ecke abgeschossen wird und jeder böse ist, dass das überhaupt nicht so ist. Dass da ganz viele Menschen da draußen sind, die es echt aufrichtig meinen, die auch ihren Weg durch ihr Leben, durch das Leben suchen in dieser Welt, so verrückt sie manchmal auch ist, und die es wirklich aufrichtig meinen und dass man ganz viele nette Menschen kennenlernt, die hochinteressant sind und ein wirklich aufrichtiges Interesse an dir haben, das nicht an Bedingungen geknüpft ist. Ja, und das fand ich so ganz, ganz interessant. Und du hast das wirklich schön zusammengefasst zum Schluss. Was mich jetzt noch interessiert ist, warum bist du aktivistisch dann tätig, Mario? Weil du schreibst ja Artikel, das habe ich gesehen, immer wieder in Zeitungen, in öffentlichen. Du hast gesagt, du bist bei der Sektenstelle registriert und bist bereit, mit Menschen zu sprechen, die Fragen haben in diesem Rahmen. Was ist da deine Motivation? Ja, ich denke mir einfach, es gibt viel zu wenig Aufklärung auf dieser Welt. Ja. Die Politik schaut nicht hin, welche Religionen hier als oder welche Glaubens
Gruppierungen hier als Religionen akzeptiert werden oder nicht akzeptiert werden als Körperschaft des, wie sagt man, des öffentlichen Rechts oder so, oder einen Religionsstatus bekommen, wie auch die Zeugen Jehovas. In der Schweiz, was die wenigsten wissen, in der Schweiz sind die Zeugen Jehovas nach wie vor als Sekte deklariert und nicht so wie bei uns in Österreich oder in Deutschland als Religion. Die Politik schaut hier viel zu wenig hin, befasst sich meines Erachtens viel zu wenig mit dem Thema, was passiert in dieser Religion wirklich, was hat das für eine Auswirkung auf die Familie und sowas dergleichen. Man sagt halt einfach, okay, christlich, Bibel, scheint in Ordnung zu sein, genehmigt. Ja. Was auch immer da die Hintergründe sind, ich habe mich mit diesem Thema noch nicht genau befasst, aber ich finde, es wird viel zu wenig hingeschaut und speziell in der jetzigen Zeit, auch wenn man jetzt das Thema, was ich versuche, komplett zu meiden, derzeit ist aber das Thema Pandemie, was uns jetzt seit 2 Jahren beschäftigt, man merkt halt einfach auch, dass sehr viele Menschen einfach immer mehr Zuflucht suchen, in Organisationen suchen. Ja. Sei es jetzt die Verschwörungstheoretiker, die einem halt alle erzählen, dass das alles ein Machtkomplott ist und Deep State und was auch immer, was es da alles für Ideen gibt, à la QAnon. Oder ob es jetzt die Zeugen Jehovas sind, wo man halt aufgefangen wird und man diese Liebe erfährt und das Ganze. Ist eigentlich ganz egal. Die meisten Menschen suchen Zugehörigkeit. Und speziell in dieser Zeit jetzt auch ist es einfach so, dass es eben diese typischen, und Anführungszeichen nennen wir es jetzt, Menschenfänger gibt. Ja? Und das ist halt bei den Zeugen Jehovas nicht anders, die sich halt einfach an Manipulationstechniken, an Angst schüren, an Hoffnung geben, an was auch immer bedienen, um halt Menschen da in ihre Organisation reinzuziehen. Und ich habe halt in meinem Leben gemerkt, was es halt mit einem Menschen tut, wenn man sich leider Gottes auf so einen Weg begibt. Ja. Es gibt vielleicht auch manche Menschen, die brauchen sowas. Für manche Menschen ist das gut. Für manche Menschen, die brauchen eine Organisation, die vielleicht in ihrem Leben so viel erlebt haben, was halt negativ auf sie ausgewirkt hat, die halt genau in so einer Organisation Platz finden. Und wenn sie damit niemanden Schaden anrichten und wenn sie das für sich selbst so entscheiden, dann ist es auch vollkommen okay. Ja? Ich möchte niemanden absprechen, Zeuge Jehovas zu sein. Ich möchte niemanden absprechen, Katholik oder sonst irgendwas oder Anhänger der Church of Satan zu sein. Ja? Jeder soll seinen Weg gehen, solange man niemanden anderen mehr oder weniger hier Schaden zufügt. Ja? Und ich finde einfach, dass es wichtig ist, dass die Leute einfach darüber Bescheid wissen, dass die Leute informiert sind, dass die Leute wissen, was passiert hier eigentlich. Ja? Das ist nicht nur ein, ja, ich gehe jetzt zu einem Bibelstudium und ich bin jetzt dann Teil dieser Organisation, die Leute sind so nett. Ja, aber du musst doch wissen, welchen Preis du dafür bezahlst. Und der Preis, das Kleingedruckte, steht leider auf keinem Bibelstudium oder in keinem Bibelstudium drinnen. Ja. Man weiß es zwar in der Theorie, dass wenn man ausgeschlossen wird, dass das und das passieren wird und das. Es ist aber 300% was anderes, wenn du das irgendwann einmal erleben musst. Ja. Wenn du halt gerade in dieser Euphorie bist, was Neues zu lernen, was Neues zu erfahren, dir diese ganzen Dinge logisch vorkommen, du, wow, Paradies und ich werde gerettet und das alles, was wir jetzt erleben, ist alles nur temporär und dergleichen. Und in dieser Euphorie dann diese Entscheidung zu treffen, dich taufen zu lassen als Zeuge Jehovas oder egal in welcher anderen Religion. Ja. Aber dann, später dann, mit diesen Dingen so konfrontiert zu werden, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ausgeschlossen zu sein, echt und von Ächtung betroffen zu sein, vielleicht dann auch diesen Konflikt in einer Familie erleben zu müssen, ja, mit Kindern erleben zu müssen, dass deine eigene Mutter oder dein Vater nicht mehr mit dir spricht und diese ganzen Dinge. Also diese ganzen Dinge sollten die Leute wissen, aber die werden niemandem erzählt. Das ist genauso wie die Zeugen Jehovas an die Tür gehen und sagen, ah, das Paradies, die Lösung für die Menschheit. Dass aber das Paradies darauf basiert, dass 8,5 Milliarden Menschen auf der Erde getötet werden von Jehova, dem liebevollen Gott, sagt dir auch niemand. Das ist zwar die logische Konsequenz, aber wenn die Zeugen Jehovas zur Tür gehen würden und sagen, ja, das Paradies wird kommen demnächst, das ist schon ganz, ganz nahe und das bedeutet, dass sie und auch alle anderen 8,5 Milliarden Menschen auf der Erde sterben werden, wenn sie keine Zeugen Jehovas sind, das macht keiner. Warum nicht? Weil dann alle sagen würden, ja, das kann man nicht. Genau. Und das sind halt genau diese Punkte, die mich dazu treiben, Sachen zu schreiben, für Leute einfach eine Ansprechperson zu sein, weil ich mir denke, Aufklärung ist so wichtig. Aufklärung ist eine der wichtigsten Dinge, die auf dieser Welt gemacht werden muss, ja, speziell in diesem Bereich, ja, weil einfach die Leute wissen sollten, auf was sie sich einlassen. Aber das steht halt leider nirgends und wird halt nie wirklich öffentlich so richtig kommuniziert. Und die Leute lassen sich halt leider sehr leicht beeinflussen. Man merkt das in der Werbung, man merkt das bei diversen anderen Dingen. Wir sind leicht beeinflussbar. Und genau das ist halt, was diese Organisationen auch mit einem Menschen machen. Und deswegen ist es mir wichtig, dass die Leute einfach wissen,
Okay, wenn ich mich darauf einlasse, das ist die Konsequenz, das ist die Situation, dass Sie auch die Möglichkeit haben, sich mal die andere Seite anzuhören. Was sagen Ex-Mitglieder? Ja? Sagt das nur einer so oder sagen das alle so? Decken sich die Aussagen? Das ist, finde ich ganz, ganz wichtig. Und aus dem Grund habe ich diesen Weg auch eingeschlagen. Ja. Das sagte der Patrick Haag so interessant, der in Belgien einen Prozess gegen Jehovas Zeugen führt, wegen gerade Diskriminierung, Hass. Und Ächtung hat er das ja vor Gericht gebracht und auch gewonnen in erster Instanz. Und er sagt immer, es gibt kein Happy End bei Jehovas Zeugen, bei Ex-Jehovas Zeugen. Ja, das gibt es nicht. Und das ist ja schon mal ein Indikator, wenn es eine Ex-Gruppe gibt, ja, von etwas, dann muss man schon mal aufpassen, wie gut ist das Produkt? Weil es gibt es eine Gruppe von Ex-Mercedes-Fahrern, sagt er, gibt es nicht, weil Mercedes daran interessiert ist, die Kunden zufriedenzustellen an der Stelle und Mängel oder Fehler im System zu beheben, als dass es für den Nutzer gesund ist. Ja? Und sobald du irgendwo eine Ex-Gruppe siehst, so, das ist sein Resümee, musst du vorsichtig sein, weil da gibt es dann eine Gruppierung, die mit Recht oder mit einer gewissen Berechtigung hier Mängel aufzeigt, wo nicht die Bereitschaft ist, darüber zu reden auf Seiten der Institution. Und das ist immer ganz, ganz gefährlich. Ja. Das ist auch, was die Organisation macht, wo sie immer über die Abtrünnigen reden. Ja? Ich meine, sie bezeichnen alle Ex-Zeugen jeweils als Abtrünnige und waren immer vor den Abtrünnigen. Das ist auch immer die Frage. Wenn ich so eine Angst habe vor den Abtrünnigen, ja, dass ich die Leute warnen muss, wo ich sagen muss, schaut euch ja nichts an, lest ja nichts, weil das ist alles so, so gefährlich, ja, dann muss ich mich auch als Mensch fragen, wenn jemand diese Leute so verteufelt und sagt, wir dürfen uns nichts anschauen, wir dürfen uns mit nichts befassen, was nur irgendwie von einem Ex zeigen, dann muss ich mir die Frage stellen, warum? Warum? Wenn Jehovas Hand so stark ist und Jehovas Geist so stark ist und ihm so viel daran liegt, dass er seine Mitglieder oder seine Diener schützt, ja, dann muss er sie eben auch in dieser Situation schützen können, ja, auch wenn sich jemand mit sowas befasst. Aber einfach zu sagen, das ist alles böse, befasst sich damit nicht, das ist halt auch ein sehr starkes Anzeichen dafür, dass da irgendetwas existiert, was die Menschen sehen sollten und vor dem sie sich nicht verbergen sollten. Ja, ja, wo man nochmal drauf gucken sollte. Das war auch für mich das Resümee, wo ich dann zum Schluss ausgestiegen bin aus dieser Organisation, dass ich gesehen habe, es ist Angst vorherrschend. Es ist Angst bei den Ältesten vorherrschend. Es ist Angst bei der leitenden Körperschaft vorherrschend. Ansonsten würden solche starken Statements nicht immer gemacht werden und gewarnt werden würden. Und dann habe ich mich gefragt, okay, aber wovor haben wir eigentlich Angst, wenn das stärkste Universum hinter uns steht und ihm alle Ressourcen zur Verfügung stehen? Wovor fürchte ich mich? Ja, das, wenn das alles so real ist, da passt doch hier irgendwas im System nicht. Und das habe ich dann gesagt, okay, wenn die Motivation Angst ist, dann kann es nicht Jehova sein, weil Jehova nach meinem Bild als Vater, ein liebevoller Vater, der alle Ressourcen zur Verfügung stehen hat, hat keine Angst. Das ist für den nicht da. Und das war für mich so, wo ich gesagt habe, na, also hier passt was nicht. Das kann nicht die von Gott geleitete Organisation sein, wie es immer so schön heißt. Ja. Vor allem auch, wenn man darüber nachdenkt, na, wenn du sagst, Jehova liebt jeden Menschen, Jehova ist für jeden da, dann sollte er gerade für die da sein, die vom Glauben abfallen. Dann sollte er auch seinen Dienern mehr oder weniger das mitgeben und sagen, hey, das sind Leute, die jetzt nicht mehr Teil der Organisation sind. Also kümmert euch um die. Ja? Aber genau das wird eben nicht gemacht. Aber das ist, wie wir alle wissen, einfach aus der Angst heraus, dass wir halt die Dinge mittlerweile anders wahrnehmen und einfach ein Wissen besitzen, was halt leider Gottes innerhalb der Organisation nicht existiert, weil sich die Leute Angst davor haben, sich damit zu befassen. Und deswegen wird das so gehandhabt. Ja. Das war echt super, Mario. Vielen Dank für den Einblick in dein Leben, für deine Geschichte, für den Mut, dich hier vor die Kamera zu stellen und deine Stimme rauszugeben und zu sagen, Leute, schaut's genau hin. Jeder kann entscheiden, was er möchte. Wir leben in einer freien Welt. Wir wünschen uns das für unsere Kinder, dass sie frei entscheiden können. Aber dafür muss man wissen, worauf man sich einlässt. Ja. Echt. Danke für deinen Kanal. Du machst ja eine sehr, sehr wichtige Arbeit, zumindest auch in Deutsch, was sehr oft nicht der Fall ist, leider. Ja. Gottes. Die meisten Informationen sind in Englisch da. Und ja, danke für die Einladung und hat mich sehr gefreut. Bitte gerne. Vielen Dank, Mario. Bis dann. Ciao. Ja.